So, hallo und herzlich willkommen im Wald bzw. auf der Rückegasse im Wald bzw. am Waldrand streng genommen. Aber das tut dir keinen Abbruch, da können wir trotzdem hier sitzen. Das ist ein erstaunlich ruhiges Fleckchen. Im Sommer stelle ich fest, das hohe Gras hier um mich herum sorgt für eine gewisse Windstille und dient tatsächlich ein Stück weit mit den grünen Bäumen als Schallisolation. Im Winter war es hier lauter, von daher klappt ganz gut bisher. Es sei denn, es fährt mal wieder ein Arsch auf der B462 vorbei. Leider ist die B462... Wie heißt das so schön, wenn Arschlöcher fliegen könnten, wäre die B462 ein Flughafen. Egal, jedenfalls, das könnte passieren. Na, nun wollen wir das geklärt haben. So, Frosch im Hals. Kurz noch zur Erläuterung, was ist das für ein lustiges T-Shirt, was ich hier anhabe. Die TUM, das ist die Technische Universität München, meine Alma Mater. Und als langjähriger AStA-Mitarbeiter habe ich dann irgendwann, also freiwilliger, gezwungenermaßen, der Letzte, der zur Tür reinkam, musste zum AStA und das war ich. und ja, daher habe ich dieses T-Shirt. Als Anerkennung meiner Dienste unter anderem. Ich habe noch diverse andere lustige T-Shirts in diese Richtung bekommen. Und ich fand das immer toll. TUM wie Brot? Fragezeichen. Huho, was will das bedeuten? Hält sich die TUM für dumm? Oder ist das Fragezeichen ganz, ganz ernst zu nehmen? Oder ist es einfach nur ein lustiger Spruch? Leider ist nicht überliefert, was meine Altvorderen in der studentischen Vertretung damit genau ausdrücken wollten. Die Dinger waren nämlich schon alt, als ich da angefangen habe. Daher ist es ein ziemlich altes T-Shirt und hat sich gut gehalten und wird daher nur so etwa ein bis zweimal im Jahr von mir angezogen, damit es sich auch weiterhin gut hält. Denn es geht ständig ein. Jedes Jahr wird es gefühlt ein bisschen enger. Ich kann mir das nicht erklären. Das muss an Schrumpfungsverhalten von Baumwolle aus sonst wo liegen. Ja, Bio-Baumwolle wird es nicht gewesen sein damals. Gut, ja, also nur bevor ihr fragt. Thema Waldfragestunde zum Thema, was ist wichtiger, Klimaschutz oder Naturschutz, beziehungsweise Naturschutz oder Klimaschutz, könnt ihr beliebige Reihenfolge setzen. Klingt erstmal lapidar, ist aber ein schönes Thema, um sich mal mit dem ganzen Konstrukt der Verantwortung des Menschen für seine Umgebung, sage ich es jetzt mal ganz grob zusammenfassend, auseinanderzusetzen. Und das kann man ziemlich ausführlich tun. Und wir wären nicht hier bei mir, wenn wir das nicht auch ausführlich tun würden. Daher könnte es sein, dass ich mir wieder mal vornehme, ein kurzes Video zu machen, das aber ein kleines bisschen länger wird. Daher nehme ich es mir diesmal gar nicht erst vor. Das macht ohnehin keinen Unterschied. Und wir legen los. So, zur empfundenen Notwendigkeit, vorsichtig mit unserer Umwelt umzugehen, muss man historisch mal ein bisschen zurückgucken. Tatsächlich muss man, wenn es um den klassischen Naturschutzgedanken, so wie wir ihn heute kennen, wie er heute in Gesetzen fixiert ist, da muss man sogar gar nicht mal so weit zurückgehen, zumindest nicht in Deutschland. Das Naturschutzgesetz, das erste, das wir auf deutschem Boden in Anführungszeichen, mit natürlich wechselnden Regierungsformen, das weiß ja jeder, der im Geschichtsunterricht aufgepasst hat, jemals hatten, ist tatsächlich von 1935. Also ja, da waren gerade die Nazis an der Macht, aber die fanden es zu ihrer Ideologie anscheinend auch ganz passend, dass man für die deutsche Natur entsprechend Verantwortung übernehmen muss und diese, weil sie ja deutsche Natur ist, besonders wertvoll und besonders schützenswert und eben besonders typisch für Deutschland ist und so weiter und so fort. Ne? Also das weiß man ja inzwischen. Kaum eine furchtbare Epoche der Geschichte ist komplett frei von auch guten Elementen. Das gibt's schlicht und ergreifend nicht. Ne, die Römer, die haben halb Europa versklavt bzw. erobert, Mord und Totschlag in der damaligen bekannten Welt fast überall verbreitet, noch Teile von Afrika und so weiter und so fort. Aber wenn sie dann mal da waren, gab es zum Beispiel Religionsfreiheit, die recht gut funktioniert hat. Recht gut. Ja. Besser als heute, könnte man vielleicht vermuten, wenn man sich so manche Regionen der Erde anguckt, an denen die Römer sowieso übrigens auch gewesen sind. Und zu Zeiten, als sie da waren, ich will es nicht behaupten, da war es friedlicher, aber es war zumindest nicht schlimmer als heute. Also nur mal so ein Beispiel. Und wer mir jetzt mit den Römern widersprechen möchte, der kann sich irgendein anderes Beispiel aus der Geschichte aussuchen. Ich wollte nur kurz darauf hinaus, natürlich waren die Nazis scheiße, ohne jeden Zweifel. Und man kann auch beliebig andere, kräftigere Kraftausdrücke verwenden, um das klarzustellen. Nur trotzdem ist 1935 das erste Naturschutzgesetz
auf den Markt gekommen, also erlassen worden, und seitdem haben wir offiziell Naturschutz in Deutschland. Die Idee, dass man der Erde ein bisschen was zurückgeben muss und vorsichtig mit der Erde umgehen sollte, die stammt zumindest in Europa ungefähr aus dem 18. Jahrhundert. Die ersten Überlegungen, um 1800, sagen wir es mal so. Die ersten Überlegungen, die dazu gemacht worden sind, waren meistens so ein bisschen philosophischer Natur, teilweise auch wirklich so ein bisschen aus der Romantik entlehnt, und dass der Wald dann nicht nur Ressourcenort, sondern auch mystischer, romantischer Ort gewesen ist. Das war einfach der Zeit geschuldet, dass diese romantischen Überlegungen dann auch bei fortschreitenden Entwicklungen immer mehr dazu geführt haben, dass man Natur als was nicht nur zu urbanisierendes, zu bewirtschaftendes und zu zivilisierendes betrachtet hat, sondern da auch einen Wert an sich drin gesehen hat. Ne? Aber die allerersten Überlegungen diesbezüglich waren größtenteils wirtschaftlicher Natur, dass man einfach festgestellt hat, wenn wir einfach immer nur Wildbäume fällen, zum Beispiel, dann sind die irgendwann alle und dann haben wir keine mehr und dann müssen wir uns was einfallen lassen. Daher wäre es doch vielleicht ganz sinnvoll, jetzt nicht wie die Axt im Walde einfach nur fällen, 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 sondern dass da auch mal was nachgepflanzt werden muss. Das waren so die ersten Erkenntnisse in diese Richtung, die man vielleicht so ein bisschen mit dem Umweltschutzgedanken in Verbindung bringen kann. Selbstverständlich gibt es das Konzept, dass man in Einklang mit der Natur leben sollte, schon seit Menschengedenken bei allen Völkern, die seit Menschengedenken eben genau das tun. Also zum Beispiel irgendwelche indigenen Stämme in Brasilien, in Peru oder anderen Urwaldländern oder auch die Aborigine oder die Maori auf Neuseeland, solche Völker, sowas in die Richtung. Ne? Da kann man jetzt die Yanomami zum Beispiel auch noch nennen als Beispiel. Die haben ja diese grundsätzliche Einstellung, dass man im Einklang mit seinem Lebensraum sich befinden muss und den nicht kaputt macht, auch über religiöse Überlieferung bis heute beibehalten. Nur blöderweise hat sich eben diese Lebensweise, aus meiner Sicht blöderweise, das kann man auch anders sehen, wenn man möchte, nicht durchgesetzt, sondern halt eher eben die zivilisierte, wenn wir sie so nennen wollen, Denkweise, die wir heute zwar ein bisschen modifiziert, aber immer noch innehaben. Und die ersten weitreichenden Ideen zum Thema, wir brauchen mal wirklich richtig viel Naturschutz und wir müssen uns mal richtig Sorgen bzw. Gedanken machen zur Zukunft der Welt, waren dann die Rio 92 Konferenz international 1992 in Rio, die legendäre Biodiversitätskonferenz, worauf dann kurz darauf auch als Resultat dieser ersten globalen Umweltschutzbewegung das berühmte Buch Die Grenzen des Wachstums, zumindest ins Deutsche, in Deutschland erschienen, als Die Grenzen des Wachstums erschienen ist, und damit dann auch spätestens dann die Überlegung eben da war, dass wir als Mensch eine Verantwortung für unsere Umwelt haben, allein auch aus Eigeninteresse, weil eben mit ständigem Ignorieren der Bedürfnisse unserer Umwelt wir diese so weit kaputt machen, dass wir dann selbst irgendwann auch keine Ernährungs- und Lebensgrundlage mehr haben. Also das ist tatsächlich so jung. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir als Homo sapiens, also bekanntermaßen der wissende Mensch oder der Weise, je nachdem, nicht hin und wieder mal herausragende Exemplare im Verlauf der letzten 2000 Jahre gehabt hätten, die da schon vorher haben kommen sehen. Alexander von Humboldt ist zum Beispiel ein definitiv prominentes Beispiel dafür, dass der schon vor 200 Jahren, etwas mehr sogar, prophezeit hat, dass wenn wir weiter mit der Natur so umgehen, wie wir es tun, deren Grenzen irgendwann erreicht sein werden. Vielleicht hat er sich mit dem Zeithorizont, wie widerstandsfähig die Natur dann tatsächlich gewesen ist, ein bisschen geirrt mit der Tatsache, dass es irgendwo Grenzen gibt und diese dann bald in Anführungszeichen erreicht sein werden, hat er bis heute, soweit wir das aktuell beurteilen können, durchaus nicht ganz Unrecht gehabt, bis hin zu,
Ist so. Ja, aber tatsächlich war Humboldt nicht der Erste, der das festgestellt hat, sondern die früheste Aussage zu wir machen unsere Umwelt kaputt, die ich persönlich bisher gefunden habe, stammt von einem, naja, ich lese sie erstmal vor und dann könnt ihr gedanklich mal raten, in welche Zeit ihr das packen würdet. Und ich sage noch dazu, es ist eine Übersetzung. Also das wurde nicht auf Deutsch formuliert, sondern es ist halt lediglich jetzt hinterher auf Deutsch übersetzt worden. Wir Menschen vergiften die Flüsse und die Elemente der Natur. Ja, selbst das, was uns leben lässt, verderben wir. Ende des Zitates. So, und jetzt könnte man vermuten, ja, so frühes 19. Jahrhundert oder ja, von mir aus spätes ausgehendes Mittelalter. Nee, ist von Pilinius dem Älteren, also sprich 1. Jahrhundert nach Christus. Und der hat tatsächlich sehr viele schöne Dinge geschrieben zur Natur, ist auch viel Blödsinn dabei. Aber naja, wenn man der erste Autor der Geschichte ist, der mal ein Werk zur Naturhistorie bzw. Naturwissenschaft verfasst, dann kann man da alles Mögliche reinschreiben. Ja, das hat der gute Pilinius auch gemacht. Aber nichtsdestotrotz, das war ihm auch schon klar, dass die aufkommende Zivilisation, das war damals nur die Römer, aus unserer Sicht sind die noch vergleichsweise nachhaltig gewesen, aber nein, waren sie tatsächlich eben nicht. Einer der Gründe für den Untergang des römischen Imperiums war ja unter anderem, dass sie eben nicht nachhaltig mit Ressourcen umgegangen sind und Wirtschafts- bzw. Ressourcenknappheit dürfte da also eine wesentliche Rolle gespielt haben. Gut, aber das jetzt nur noch mal als kleine Anmerkung, weil das Video ist ja sonst zu kurz und ich wollte das nur noch mal richtig stellen, weil es halt so korrekt jetzt auch wieder nicht war, was ich da gerade als Ben vor Ort erzählt habe. Zurück zum Tum wie Brot, Ben. Ja. Ja, und seit es das jetzt eben inzwischen im Sprachgebrauch, in der Allgemeinheit, im Öffentlichkeitswahrnehmungsbild der Bevölkerung integriert hat, kann man jetzt ein paar Stufen des, ich nenne es jetzt mal einfach zusammenfassend, Umweltschutzgedankens unterscheiden. Und je komplexer das wird, desto geringer ist die Anerkennung, beziehungsweise desto mehr sagen die einzelnen normalen Leute, die man auf der Straße so trifft, ja, das wäre ganz schön, aber da kann man ja nicht viel dran machen, beziehungsweise das geht mich jetzt nichts an. Und je konkreter es wird, desto weniger notwendig ein Stück weit, das klingt jetzt grausam, erkläre ich euch auch gleich warum, ist es de facto, aber desto anerkannter. Ja? Und das ist eine interessante Korrelation bzw. ein interessanter Effekt, der für jedes Naturschutzunterfangen weltweit und unseren weiteren Umgang mit Ressourcen weltweit und man kann so weit gehen zu behaupten, für das Überleben der Menschheit durchaus noch eine richtig wichtige Rolle spielen könnte. Ob man so weit gehen möchte, dass man jetzt gleich vom Überleben der Menschheit spricht, das überlasse ich gerne jedem selber. Ich persönlich denke schon, dass das nicht ganz übertrieben ist. Ja, aber das ist eine Meinung. So, und deswegen machen wir jetzt Folgendes. Wir fangen jetzt mal bei der unmittelbarsten Form von Natur- und Umweltschutz, ja, mit fetten Anführungszeichen, weil Begrifflichkeiten klären wir jetzt gleich, an. Und das ist tatsächlich der Tierschutz. Unter Tierschutz darf man heute verstehen, mehr oder weniger Maßnahmen zur Vermeidung von Leid des individuellen, jetzt kommt hier ein bisschen Wind auf, das ist aber schon den ganzen Tag, muss jetzt nicht heißen, dass es gleich anfängt zu regnen und wenn doch, habe ich Pech. Maßnahmen zur Linderung des Leides des individuellen Tieres. Ja? Also Tierschutz ist etwas, da gibt es eine ganz breite Mehrheit in der Bevölkerung, fast jeden, den du auf der Straße fragst oder eine Umfrage machst, für wie wichtig halten sie Tierschutz? Der gibt dir in einer Skala von 1 bis 5, von 1 wie überhaupt nicht wichtig, bis 5, ja, sehr wichtig, mindestens mal eine 4. Ja, also es gibt kaum Menschen, die man irgendwo rumrennen sieht und fast am allermeisten geben eine 5, die sagen würden, Tierschutz sei nichts Wichtiges. Ja? So, das heißt, breiter Konsens, dass das sinnvoll ist und unter Tierschutzmaßnahmen im klassischen Sinn versteht man irgendwas, was zum Beispiel die Haltungsbedingungen von Nutztieren verbessert, dass also die Kuh ein bisschen mehr Platz hat, dass Huhn nicht auf der DIN A4-Seite leben muss oder auf der halben DIN A4-Seite oder wie viel Platz die im Käfig früher hatten. Das gibt es ja in Deutschland so nicht mehr. Großer Erfolg des Tierschutzes.
tatsächlich. Auch wenn ich jetzt gerade gesagt habe, es geht meistens um das individuelle Tier, es kann natürlich auch um eine Vielzahl individueller Tiere gehen. Also um eine Gruppe gleich, eine ganze Herde, ein ganzer Stall. Das beinhaltet dann natürlich auch so Sachen wie, dass man einer Katze kein Glöckchen an den Schwanz binden soll, schon gar nicht Böller an den Schwanz binden oder sonstige Späße, die man möglicherweise früher gemacht hat. Also ich nie, aber das soll es ja gegeben haben. Irgendwelche, ja keine Ahnung, mit dem Luftgewehr auf streunende Hunde schießen oder sonstige Maßnahmen. Sowas ist heute eigentlich fast überall auf der Welt verboten, eben auf Gründen von Tierschutz. Irgendwelche Gesetze gibt es dazu nahezu überall. Und das ja, unnötige Leid bei Tieren soll halt einfach minimiert werden. Man kann Tierschutz auch noch ein Stückchen weiter verstehen, dass gehaltene Tiere, also sprich die in unserem unmittelbaren Umfeld lebenden Tiere und für uns irgendwie nützlich seienden Tiere, also Nutz- und Haustiere, besonders nach ihren Bedürfnissen gehalten werden sollen. Also nicht nur unnötiges Leid vermeiden, sondern auch Bedürfnisbefriedigung der gehaltenen Tiere. Dann sind wir bei sehr modernen Ansprüchen des Tierschutzes, dass sie zum Beispiel eine Möglichkeit haben, sich einigermaßen frei zu bewegen, sich zu reproduzieren, wie das natürlicherweise abläuft, sich ihre Nahrung selber so ein bisschen zusammenzusuchen, wie sie das natürlicherweise auch tun würden. Das sind so die drei, einen gewissen Schutz zu haben vor Feinden. Das sind so, glaube ich, die wesentlichen vier Dinge, die man aus moderner Sicht sagt, die ein Tier eigentlich haben sollte, damit es unter ja, tierwürdigen Lebensbedingungen leben kann. Man kann hier absichtlich nicht von menschenwürdigen Lebensbedingungen sprechen, da kämen dann noch diverses anderes Zeug dazu, mit dem ein Tier unter Umständen ja gar nichts anfangen kann, weil ein Fernseher brauchst zum Beispiel nicht. Anders als ein Häftling, der hat ja einen Anspruch auf einen solchen, soweit ich weiß, zumindest in sehr vielen Ländern. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ist, aber ich glaube, für Langzeithäftlinge müssen die irgendwie zumindest ein Gewissen, eine Möglichkeit haben, zumindest Nachrichten zu gucken oder irgendwie sowas. Kriege ich nichts ganz zusammen. So, also, was grob der Tierschutz macht, dürfte klar sein. Nochmal aufs Individuum. Klassisches Beispiel, damit wir das jetzt so ein bisschen über vergleichen können, wäre, du findest ein Eichhörnchen, das aus dem Kobel gefallen ist, also dem Nest, ne? Das liegt am Waldboden und du, also ein junges Eichhörnchen, ein Eichhörnchen-Säugling. Das hebst du jetzt auf und schaffst es tatsächlich, das noch lebende Eichhörnchen rechtzeitig zu einer Eichhörnchen-Aufzuchtstation zu bringen. Beispielsweise bei mir um die Ecke in Karlsruhe gibt es so eine. So, und da kümmert man sich jetzt aufopferungsvoll um dieses kleine Eichhörnchen, gibt ihm mit einer winzigen Spritze als Nuckelflaschenersatz Milch zu trinken und päppelt es auf, bis es dann ein großes, ausgewachsenes Eichhörnchen ist und bestenfalls entlässt man es dann wieder in die Wildnis, auf dass es da dann mit einer Lebenserwartung von wenigen Monaten das Zeitliche segnen kann. Ja, das klingt jetzt böse, aber ich bin von der Ausbildung her halt eher Ökologe, was Naturschutzüberlegungen angeht. Das bedeutet, ein einzelnes Tier, einer nicht bedrohten Tierart, ein einzelnes Individuum, dass das mal stirbt, ist ganz normal. Übrigens da ein schönes Beispiel, ich weiß nicht, inwiefern man das auf der Kamera hört, aber ein schönes Beispiel für die besagten Arschlöcher auf der B462. Gut, das ist also für die Natur wirklich erstmal völlig egal. Sterben gehört dazu. Ja? Und wenn man jetzt Tierschutz versteht als Maßnahme, individuelle Tiere zu retten vorm Tod, weil man das gut findet und weil einem das Freude bereitet und das rührend ist und aufopferungsvoll und sicher irgendwo positiv und eine schöne Möglichkeit, Kindern mal ein Baby-Eichhörnchen zu zeigen, damit sie dann alle die total niedlich finden können. Das ist alles legitim, das kann man alles machen, selbstverständlich. Insbesondere, wenn das mit irgendwelchen privaten Spendengeldern finanziert wird, und das ist in diesem Fall der Fall, dann ist da überhaupt nichts dran auszusetzen. Oder eine Waschbär-Auffangstation, die den ach so niedlichen Waschbär rettet, bevor er eben getötet wird, kann man alternativ den auch in gewisser Stückzahl bei einer Waschbär-Auffangstation abgeben und dann lebt er da halt den Rest seines Lebens im Gehege und hat da eine einigermaßen brauchbare Zeit und wird halt nicht direkt getötet.
Das ist eine Maßnahme, die kann man machen, die wirkt erstmal als Tier, das ist Tierschutz per Definition, ja. Ist das besonders sinnvoll? Naja, der Waschbär ist eine invasive Tierart, richtet in Deutschland enorme Schäden an, bringt unsere heimischen Ökosysteme massiv durcheinander, sorgt fürs Aussterben diverser anderer Arten, zumindest bei unkontrollierter Ausbreitung, und kann wirklich massive Schäden in unseren heimischen Ökosystemen verursachen. Ihn also hier weiterhin rumrennen zu lassen, ist eine schlechte Idee. Eine Möglichkeit, ihn wieder loszuwerden, und die einzig effiziente, ist, ihn tatsächlich intensiv zu bejagen. Und was stellt man da mit den ganzen Gefangenen, zum Beispiel jetzt per Fallenjagd, was stellt man da mit den gefangenen Waschbären an? Ja, man macht sie zu gefallenen Waschbären sozusagen, ja? Weil die kannst du in dem Maße nicht alle in eine Waschbär-Auszuchtstation bzw. Rettungsstation bringen. Und Inhaber einer solchen Waschbär-Rettungsstation werden dir erzählen, wie grausam es doch ist, den armen Waschbär, der ja nichts dafür kann, dass er nicht in unser Ökosystem kann, gehört, jetzt einfach umzubringen. Ja? Aber erklär das mal zum Beispiel unserem Steinkrebs, der vom Waschbär aus dem Fluss gefischt wird und quasi zur Ausrottung gebracht wird, weil es kein anderes Tier gibt, das einen Steinkrebs aus dem Fluss schnappen würde und ihn dann auffressen. Zumindest nicht am Lebensraum des Steinkrebses, weil der Fischotter bis dahin schon nicht kommt, weil ihm der Bach dann schon zu klein ist. Aber für den Waschbär ist das tatsächlich kein Hindernis, und damit ist die ohnehin schon wahrscheinlich anstehende Ausrottung unseres Steinkrebses, wenn noch ein Waschbärvorkommen in der entsprechenden Region ist, absolut sicher. Ja, also das nur noch mal als Beispiel. Ja, und wir haben hier also so gewisse Teile des Tierschutzes, die ein bisschen konfliktträchtig sind, wenn man da eben über eine ökologische Betrachtung hinaus Tiere schützt, die den Schutz nicht nötig haben, auf gut Deutsch. Ja? In natürliche Prozesse, das Eichhörnchen fällt aus dem Nest, dann wird es gefressen. Einzugreifen dient nicht unbedingt dazu, irgendwie der Natur dienlich zu sein. Für meinen Geschmack hat es auch was mit Respekt vor der Natur zu tun, dass man dann auch natürliche Sterbeprozesse und Fressen und gefressen werden, das da nun mal nach wie vor eine Rolle spielt, auch so akzeptiert und sich da nicht einmischt und einen niedlichen aus dem Nest gefallenen Vogel dann einfach als Futter für den Fuchs liegen lässt. Mir tut das auch weh, wenn ich mal einen aus dem Nest gefallenen Vogel oder Ähnliches finde. Oder neulich habe ich einen ertrunkenen Maulwurf gesehen nach einem Starkregenereignis, der am Straßenrand lag. Das tut mir auch weh. Das ist erstmal schade, guck nicht so genau hin, geh lieber weiter. Ja? Aber es ist nun mal die Natur. Tod ist eine ganz entscheidende Komponente, eine der wichtigsten, vielleicht sogar der wichtigste Prozess, Tod und eben Nicht-Tod, damit sich eben angepasste von nicht angepassten Individuen unterscheiden können, ist ein ganz elementarer Prozess der Evolution und in jedem Ökosystem omnipräsent. Und das muss man eben anerkennen. Ja? Daher das nun mal zum Beispiel eben mit dem Tierschutz. Trotzdem, Tierschutz, kümmern um niedliche Tiere, vorzugsweise eben wirklich um niedliche Tiere, weil Zecken genießen keinen Tierschutz, Stechmücken zum Beispiel auch nicht. Daher, Tierschutz ist ein Level des sich Kümmerns um die Natur, des Verantwortungsübernehmens für die Mitgeschöpfe, wenn man sie dann so nennen möchte, die wir so haben. Aber auf einem Level, das manchmal durchaus sinnvoll ist, siehe Huhn-Käfighaltung, dass das nicht mehr gibt, tipptopp, klasse. Ja, generell Haltungsbedingungen von unseren Nutztieren, dass die verbessert werden müssen, steht überhaupt nicht zur Debatte, selbstverständlich. Ob man Tierhaltung ganz abschafft, wird ja inzwischen auch reichlich diskutiert von Leuten, die alternative Ernährungsweisen wählen, dann auch prominent vertreten. Das ist alles legitim, richtig und gut, aber es gibt eben halt sinnvolle Grenzen, wo dann ein Tierschutz möglicherweise ein bisschen fragwürdig ist. So, nochmal, Tierschutz aufs Individuum gerichtet. Individuelles Leid, ein individuelles Leben soll hier gerettet werden, sowas in die Richtung. Ein Level drüber, ja, des Natur, des Schutzes unserer Umwelt, befindet sich jetzt der sogenannte Artenschutz. Ja.
Der ist im Regelfall auch schon ziemlich unumstritten, noch ziemlich unumstritten. Wie gesagt, bei Tierschutz sagt jeder, das ist super. Das ist auch einfach zu verstehen, muss ich noch dazu sagen. Tierschutz ist eine simple Angelegenheit, ist häufig monokausal. Ja, also es gibt da keine unglaublich komplexen Prozesse, die berücksichtigt werden müssen. Es gibt wenig Wechselwirkungen des einen Prozesses mit dem anderen Prozess, sondern das Huhn bekommt mehr Platz, damit es dem Huhn besser geht. Ende. So simpel ist es. Ja, da steckt jetzt, klar, dann legt das Huhn vielleicht bessere, qualitativ hochwertige Eier, möglicherweise hat es eine längere Lebenserwartung und so weiter. Da stecken dann noch weitere positive Faktoren drin. Aber im Großen und Ganzen, warum hat das Huhn mehr, soll das Huhn mehr Platz haben? Wegen Leitvermeidung. Es ist tatsächlich ein Stück weit, wenn man das so sagen möchte, monokausal. Das ist ja auch nichts Schlechtes in diesem Fall. Ja, da sind wir uns ja alle einig. So, und jetzt kommen wir zum Artenschutz. Und der ist jetzt schon gleich eine ganze Nummer. Nächstes Level sozusagen, gleich eine ganze Nummer komplexer. Hier geht es nicht mehr um das Individuum oder zumindest in seltenen Fällen schon noch ein Stück weit, aber im Wesentlichen jetzt nur um die Population bis hin zur Art einer Spezies letzten Endes. Ja? Spezies kann sein Pflanze, Tier, Pilz. Die drei. Ja, Pilze sind selten Teil eines Artenschutzprogramms, ganz, ganz, ganz selten. Hin und wieder ein bisschen, aber nicht im großen Stil. Pflanzen, ja, das kommt hin und wieder mal vor, aber auch eben nie im großen Stil. Tiere, auch hier wieder der ausschlaggebende Faktor, der dann eine besonders große Rolle spielt. Und ein Beispiel, ein prominentes Beispiel einer Artenschutzmaßnahme war die also die Wiederherzüchtung, ganz ausgestorben war es nicht, des Wisentes. Ja, das Wisent ist ja unser heimischer Büffel sozusagen, der in den Wäldern, ich wollte gerade sein Unwesen getrieben sagen, aber in den Wäldern heimisch war, diese zum Stück sicherlich auch teilweise aufgelichtet hat und in großen Stückzahlen einst in Europa vorkam. Das Wisent war in Mitteleuropa, beziehungsweise in Zentraleuropa, muss man eher sagen, zusammenfassend, fast ausgestorben, bis auf ganz wenige Exemplare, die eben in Zoos noch überlebt hatten und ist eine der prominentesten, vielleicht die prominenteste Wiederansiedlungsmaßnahme, die durch Artenschutzmaßnahmen in zoologischen Gärten überhaupt erst möglich gewesen ist, weil wenn das Wisent nicht in Zoos überlebt hätte, dann wäre es tatsächlich ausgestorben gewesen. Es gab nur noch ganz, ganz wenige Tiere, ich meine irgendwie 17 oder sowas um den Dreh oder noch weniger, darunter einen Bullen, der dann mehr oder weniger der Vater sämtlicher jetzt heute wieder in Europa rumspringenden Wisente oder der Urgroßvater oder zumindest der Ahnherr aller Wisente ist. Und deswegen gibt es ein genaues, strenges Zuchtprogramm, wann sich welches Wisent mit welchem anderen Wisent verpaaren darf, damit die immer möglichst wenig verwandte Tiere, möglichst weit auseinander verwandt, die sind ja alle verwandt, klar, aber so wenig verwandt wie möglich paaren, damit es eben nicht zu noch mehr Inzucht kommt, als da sowieso schon stattgefunden hat. Zum Teil hat man versucht, bei ähnlichen, ich weiß gar nicht, wie das jetzt genau bei Wisenten, weiß ich jetzt nicht auswendig gewesen ist, aber bei ähnlichen Wiederauswilderungsprojekten von nur sehr wenigen Exemplaren, die da überhaupt nur überlebt haben, hat man mitunter auch noch Gene anderer Tierarten eingezüchtet, weil es sonst einfach nicht gereicht hätte, also mit sehr stark verwandten Arten. Beim Wisent könnte das zum Beispiel das amerikanische Bison sein, das dann mit dem Wisent verpaart wird, die sind schon ziemlich eng miteinander verwandt. Ich weiß nicht, ob die gemeinsam fruchtbare Nachkommen haben können, aber das wäre zum Beispiel eine Überlegung gewesen. Ja, so, das kann Artenschutz sein. Artenschutz kann aber auch sein, dass man eine vom Aussterben bedrohte Art mit massiven Schutzmaßnahmen unbedingt vorm Aussterben bewahren möchte. Prominentes Beispiel ist das Auerwild bzw. der Auerhahn. Hahn und Henne zusammengefasst als Wild. Die in ganz Europa quasi massiv im Rückgang befindlich sind, die Populationen. Die es noch gibt, sind tatsächlich Relikte, erstens aus den Eiszeiten, zweitens aus einer Forstwirtschaft, die es so in dieser Form heute nicht mehr gibt, beziehungsweise aus einer Landwirtschaft, die es in dieser Form heute nicht mehr gibt. Zum Beispiel bei uns im Schwarzwald war es früher üblich, dass man die Hochlagen des Schwarzwaldes aufgelichtet hatte, einfach weil da wurde es dann irgendwann, wenn man lang genug den Berg hochgelaufen ist, wieder flach. Und diese flachen Bergrücken vom Eis glatt geschliffen und daher auch flach, aus den Eiszeiten,
Die hat man als Grinde genutzt, das heißt so viel wie kahler Kopf auf Schwäbisch, und war dann eben einfach eine Weidefläche, die zusätzlich zur Verfügung stand für die Bauern in engen Tälern, wie in dem ich hier hocke, war das ganz überlebenswichtig, dass sie noch irgendwo Platz hatten, wo sie zusätzlich ihr Weidevieh noch hochtreiben konnten, um sie dann da weiden zu lassen. Das kennt man auch von den Almen oder Alpen, je nachdem aus welchem Land man kommt, im alpinen Bereich. Das ist also was ganz Normales gewesen, und das hat man seit Jahrhunderten gemacht und damit eben am Rand dieser Alpen und Almen und Grinden dem Auerwild ein Stück weit einen Lebensraum erhalten, der nach der Wiederbewaldung, nach den Eiszeiten langsam verloren gegangen ist. Je wärmer es wurde, je länger die Eiszeit her war, desto waldiger wurde die Landschaft, desto mehr kamen auch Laubbäume dazu von der natürlichen Waldentwicklung her. Nadelwälder, lichte Nadelwaldstrukturen mit viel Heidelbeere, das ist der typische Lebensraum des Auerwildes, wurden immer weniger und weniger und eben durch diese Beweidung offen gehalten und durch diese Beweidung am Entstehen existent gelassen. Und auch die Tatsache, dass man ständig Nadelholz nachgepflanzt hat, als man dann überhaupt angefangen hat nachzupflanzen und eben nicht Laubholz, kam dann auch dem Auerwildbestand zugute, weshalb ich glaube Friedrich, der was weiß ich wie viel, aber irgendein deutscher Kaiser, was weiß ich, oder war es ein Wilhelm, ich bin bei Kaisern wirklich sehr schlecht historisch. Da müsste ich mir mal wieder dringend mal wieder ein bisschen Wissen aneignen. Wie dem auch sei, jedenfalls der letzte Kaiser, den wir noch so hatten, der war mal bei uns oben im Schwarzwald am Kniebis zu Besuch im örtlichen Wirtshaus, und man hat sich sehr gefreut, dass er zu Besuch kam, und ihm zu Ehren wurde ein Auerhahn serviert, den man extra frisch geschossen hatte. Das heißt, das war damals ein ganz normaler Speisevogel, und der war auch häufig genug, dass man da immer mal wieder einen schießen konnte, wenn das eben gerade anstand, und besagter Kaiser hat sich dann auch selbst noch auf die Auerhahnjagd begeben und so weiter. Und das ist noch gar nicht so lange her, da waren die also wirklich noch richtig, richtig häufig. Seit ungefähr im Zweiten Weltkrieg massiv im Rückgang der Bestand. Inzwischen muss man sich fragen, ob es überhaupt noch möglich ist, außerhalb der Alpen das Auerwild noch zu halten. Der einzige noch halbwegs stabile Bestand, der mir bekannt ist, ist tatsächlich unsere Nordschwarzwaldpopulation. Im Süden sieht es schon ganz, ganz duster aus. Im Rest von Deutschland kenne ich keine so richtig, richtig stabile Population, die es wirklich Chancen hätte, längerfristig überleben zu können. Aber, dass man jetzt beispielsweise um die vorhandenen Auerwildpopulationen jetzt einen riesen Aufwand betreibt und alle möglichen Maßnahmen ergreift, dass diese eben am Leben bleiben und ihnen gegebenenfalls extra Lebensraum zur Verfügung stellt und die Forstwirtschaft innerhalb ihres Gebiets, wo sie unterwegs sind, umstellt, um weiterhin Forstwirtschaft zu betreiben, die das Auerwild begünstigt. Das alles wären Maßnahmen, die man dem Artenschutz zuschreiben kann. Ja? Das ist ein sehr fortgeschrittener, sehr weitreichender Artenschutz, dass man also einen Lebensraum einer Art unterordnet, die auf keinen Fall aussterben soll. Man muss an dieser Stelle dazu sagen, wenn der Auerhahn bei uns aussterbt, das ist ein lokales Aussterben. Es gibt weltweit durchaus noch stabile Auerhahnbestände eben in ihrem Hauptverbreitungsgebiet, was die Taiga darstellt, also die borealen Nadelwälder. Da sind die Auerhühner durchaus immer noch in großer Zahl vorhanden, und da droht ihnen in nächster Zeit auch nicht das vollständige globale Aussterben. Es geht wirklich nur um die europäische Population. Klassiker bei Artenschutz, die erste Maßnahme, die man da ergreifen kann, wenn man merkt, eine Art wird knapp, ist zunächst mal das Unterschutzstellen der Art. Ist eine insbesondere ziemlich deutsche Maßnahme, wird aber auch international überall gemacht. Ist eine Art selten, wird sie unter Schutz gestellt, sprich das Töten der Art, das Bejagen der entsprechenden Art wird unter Strafe gestellt. Klassiker, Elefanten, Tiger, Löwen, sowas in die Richtung, wird natürlich trotzdem weiter drauf Jagd gemacht, aber zumindest kann man es jetzt bestrafen, wenn es jemand tut. Man kann gegebenenfalls Ranger einstellen, beziehungsweise eher so Halbmilitärtruppen im Fall von Afrika, die größtenteils eben schwer bewaffnet in der Gegend unterwegs sind, um zu gucken, dass sie jeden Wilderer dann auch nach Möglichkeit gleich gar nicht erst den Park verlassen lassen, indem er sein Unwesen treibt und solche Späße. Ja, das ist ein böse Unterstellung von mir, entspricht nicht unbedingt zwingend der Realität.
Gut, wie dem aber auch sei, das ist so der Klassiker des Artenschutzes schlechthin. Artenschutz wird auch wieder von Ökologen, also die das große Ganze im Blick haben, dazu kommen wir langsam, arbeiten wir uns dahin, auch als ja, mitunter etwas fragwürdige Maßnahme angesehen, weil zum Beispiel die Rettung vom Auerhahn oder noch krasseres Beispiel bei uns hier aus dem Schwarzwald, der Dreizehenspecht. Der Dreizehenspecht ist ein super häufiger Vogel des borealen Nadelwaldes, da gibt es überhaupt keine Probleme, der ist gar nicht selten, hier bei uns schon, weil er ein Überbleibsel erstens der Eiszeit und zweitens wiederum der Fichtenforstwirtschaft ist. Er braucht geschlossene, große Fichtenwälder, die auch in die Alters- und Zerfallsphase eingehen, wo dann erst langsam junge Fichten nachkommen und so weiter und so fort. Großflächig natürliche Fichtenwälder haben wir in Deutschland aber nicht. Das heißt, die natürliche Entwicklung ist weg vom Lebensraum des Dreizehenspechtes. Es gibt aber trotzdem Bestrebungen in verschiedenen Ecken Deutschlands, zum Beispiel den Dreizehenspecht, weil er halt selten ist, weil er sonst lokal ausstirbt, hier unbedingt halten zu wollen und dafür eben wiederum den Lebensraum für den Dreizehenspecht so umzugestalten, dass es dem gut geht. Ein Stück weit, zumindest stört mich das, das muss man aber nicht so sehen, das darf man auch gerne anders sehen, man darf auch Dreizehenspecht-Fan sein, gar keine Frage, aber ein Stück weit gegen die natürliche Entwicklung. Wir müssen ihm ein künstliches Ökosystem, kleinstes Ökosystem zur Verfügung stellen, damit er uns nicht ausstirbt, weil die natürliche Entwicklung eben weg vom Lebensraum eines Dreizehenspechtes geht, wenn es hier jetzt wärmer wird, insbesondere wenn es schneller wärmer wird, dann erst recht. Das heißt, auf Teufel komm raus, ein Dreizehenspecht am Leben zu erhalten, Artenschutz zu betreiben, ist gewissermaßen ein Arbeiten gegen die natürliche Entwicklung. Wenn sich das Ökosystem woanders hin entwickelt, ist ein gewisses Aussterben bestimmter Arten, die dann mit diesem neu entstandenen Ökosystem nicht mehr klarkommen, unvermeidbar und Natur, schlicht und ergreifend. Ja? Und das ist so eine Kritik, die wir am Artenschutz, am reinen Artenschutz definitiv uns gefallen lassen müssen bzw. äußern müssen, dass es manchmal gegen die natürliche Entwicklung einer Art nur deswegen geschützt wird, weil sie eben selten ist oder besonders cool oder besonders niedlich, was man beim Dreizehenspecht oder einem Auerhahn ein Stück weit natürlich auch irgendwo unterstellen darf. Das sind prominente Arten. Das ist nicht das kreuzblättrige Braxenkraut, wenn es so heißt, ungefähr so, Braxenkraut stimmt, im Schluchsee am Feldberg. Ja? Da gibt es nur dieses eine, das ist ein isoliertes, endemisches Vorkommen von diesem Braxenkraut. Sollte das da mal aussterben, das ist auch unter Naturschutz, auch aus Artenschutzgründen darf das nicht zerstört und irgendwie beschädigt werden. Aber sollte es aussterben, wäre wahrscheinlich niemand böse und traurig, außer eine Handvoll Botaniker, die überhaupt wissen, dass es das Zeug gibt und dass es endemisch ist und nur in diesem einen See davor kommt als Nacheiszeitrelikt und sich quasi sonst nirgendwo gehalten hat. Das wäre ein vollständiges Aussterben einer Art, nicht nur die lokale Population, wie das beim Dreizehenspecht oder beim Auerwild der Fall wäre. Wäre also die deutlich größere Katastrophe, würde aber wie gesagt keine Sau interessieren, weil kein Mensch weiß, dass das Zeug überhaupt endemisch ist und dass das da im Schluchsee vorkommt und dass das irgendwie wichtig sein könnte. Ja? Und das ist die nächste Frage. Ist es denn wichtig? Das ist halt auch der Punkt. Wenn wir uns klar machen, dass 99% oder noch ein bisschen mehr, 99%+ aller jemals auf dem Planeten existiert habenden Arten wieder ausgestorben sind, dann kann man sich auch klar machen, dass Aussterben nun mal die Regel und Überleben eine seltene Ausnahme in der Geschichte ist, insbesondere sehr langfristiges Überleben. Dementsprechend High Five zur Schildkröte und dem Krokodil und dem Mammutbaum oder einem Ginkgo biloba und anderen uralten Lebensformen, die schon seit Ewigkeiten da sind und tatsächlich nicht so aussehen, als würden sie demnächst zumindest im großen Stil aussterben. Nicht, dass Krokodile und Schildkröten nicht bedroht wären. Beim Ginkgo ist es tatsächlich so, dass der dadurch, dass er überall angepflanzt wird, weil er cool ausschaut, wieder eine sehr gute Überlebenschance hat. Beim Mammutbaum, die Altbestände sind nur noch auf ein winziges Restgebiet ihrer ursprünglich deutlich größeren Verbreitung zusammengeschrumpft, weil die Amerikaner ja unbedingt Häuser bauen wollten, als sie in Kalifornien angekommen sind. Hätten wir Deutschen auch gemacht. Ne? Jedes westliche Volk aus moderner Sicht, aber auch zumindest die modernen asiatischen Völker hätten da trotzdem auch alles abgeholzt, zumindest vor 200 Jahren. Ist jetzt nicht so, dass man das den Amerikanern allein vorwerfen darf. Das mache ich zwar manchmal gerne in einem Anflug von Bösartigkeit, aber das ist natürlich Quatsch. Das ist einfach, das muss man dem Mensch vorwerfen. Wie dem auch sei,
Artenschutz, ja, also vorm Aussterben retten einer Art. Ziel: Aufrechterhaltung der Artenvielfalt, Rettung der Biodiversität, Aussterben verhindern. So in etwa. Das ist so die Zielsetzung des Artenschutzes. Das ist in vielen Fällen richtig und wichtig. In ganz vielen Fällen, ich habe jetzt absichtlich eben ein paar prominente Beispiele genannt, wo es umstritten sein kann, nicht muss. Und natürlich sind so was wie die Wale, ja, als Artenschutz rettet die Wale, völlig unumstritten, ist jeder dafür, abgesehen davon, dass es manchmal ein bisschen nerven kann, wenn man die ganzen Aktionen, die insbesondere Greenpeace diesbezüglich vornimmt, mitbekommt. Und da kann man eine gewisse Ernüchterung beim Rettet die Wale möglicherweise empfinden. Möglicherweise, wenn nicht, umso besser. Ja? Das ist natürlich wichtig, keine Frage. Oder die letzten Gorillas oder die letzten Schimpansen oder andere Menschenaffen, die allesamt durch die Bank wahnsinnig bedroht sind, dass man da eben Maßnahmen ergreift, um die zu retten. Absolut sinnvoll, absolut notwendig. Aber hier müssen wir uns unterscheiden, da geht es auch ums Aussterben, das komplette Aussterben, wenn da der letzte tot ist, beziehungsweise nur noch 5 da sind oder was, dann ist nämlich auch vorbei mit einer Regeneration des Genpools. Aber spätestens, wenn das der Fall ist, dann ist die Art ausgestorben. Und warum ist sie ausgestorben? Und das ist der entscheidende Faktor, der jetzt eben beim Artenschutz hinzukommt, weshalb der Artenschutz auch noch nicht komplex genug ist, um hier jetzt aufzuhören und zu sagen, Artenschutz ist dufte, macht damit. Denn ganz entscheidend, und da muss ich kurz überlegen, wie ich das am besten formuliere. Das Bedürfnis des Eingreifen des Menschen zur Verhinderung oder Herbeiführung einer bestimmten Entwicklung in einem natürlichen oder zumindest halbwegs natürlichen Ökosystem kann meiner Meinung nach am besten dadurch hergeleitet werden, dass wir dran schuld sind, dass dieser Eingriff überhaupt notwendig ist. Soll heißen, warum ist der Orang-Utan selten? Weil wir seinen Wald abgeholzt haben und ihn teilweise erschossen, in den Zoo gebracht oder sonstigen Schwachsinn mit den Tieren angestellt haben. Ja? Mit unseren Verwandten, wohlgemerkt. Nahen Verwandten, was das nicht unbedingt besser macht. Ja? Gut, wie dem auch sei, da sind wir schuld. Wenn wir offensichtlich schuld sind, dass ein Tier auszusterben droht, für mich, und das ist jetzt eine ethisch-moralische Fragestellung, das muss man letzten Endes immer ethisch-moralisch für sich selbst beantworten, für mich resultiert daraus jedenfalls eine Verantwortung, da bin ich nicht alleine mit, der Menschheit von uns diesen Fehler der Vergangenheit, aus dem wir hoffentlich gelernt haben, einige von uns ja, andere nicht, wieder gut zu machen und zu verhindern, dass unser Fehler nicht mehr wieder gut zu machen ist. Weil wenn die Art ausgestorben ist, dann ist es vorbei und dann ist es passiert. So, und an diesem Punkt ist Artenschutz absolut notwendig, eine wunderbare Sache, ganz, ganz großartig und in keinster Weise irgendwie kritisch zu hinterfragen. Ja, an diesem Punkt. Bei nur lokalem Aussterben durch Entwicklungen, die auch natürlich stattfinden würden, möglicherweise etwas langsamer, oder durch Entwicklungen, die bereits vorher von uns Menschen dazu geführt haben, dass die Art bisher noch erhalten blieb und schon ausgestorben wäre, hätte es uns Menschen gar nicht gegeben, siehe Auerhahn, bei Auerhahn kann man sich streiten, aber siehe auf jeden Fall 3 Zehenspecht. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass der ohne unsere Fichtenforstwirtschaft schon vor 300-400 Jahren weg gewesen wäre. Ne? Aber Artenschutz ist also schon deutlich komplexer, darum geht's mir. Artenschutz ist nicht immer ganz so anerkannt, wie das noch der Tierschutz ist. Artenschutz kann auch mal gegen natürliche Prozesse gehen und Tierschutz ist schlimmstenfalls nutzlos. Ja, Artenschutz kann auch eventuell, jetzt kann man sich streiten, ist es kontraproduktiv oder nicht? Es wird komplizierter. Darauf will ich hinaus. Es wird komplizierter. Vom Tierschutz zum Artenschutz ist es schon ein deutlicher Schritt der Komplexität. So, und jetzt als nächstes kommt dann in der Skala sozusagen der Komplexität von Naturschutzmaßnahmen genau das, nämlich der Naturschutz. Naturschutz ist
Schutz eines konkreten natürlichen Ökosystems, zumindest mal in der engeren Definition. Und das soll vor allen Dingen durch konkrete Maßnahmen vor Ort als Gesamtökosystem erhalten bleiben. So, und da müssen wir jetzt unterscheiden, seit es Naturschutz in dieser Form gibt, das ist tatsächlich seit 1935, ja, also zumindest in Deutschland, der Fall, gab es zwei Konzepte, die sich herauskristallisiert haben, wie denn so ein Naturschutz überhaupt zu verwirklichen ist. Das ist zum einen der heute lapidar als Käseglocken-Naturschutz bezeichnete Prozess und zweitens der sogenannte Prozessschutz nennt sich das Ganze. Ja, Käseglocken-Naturschutz funktioniert folgendermaßen. Du hast irgendwo ein besonders schönes Gebiet, in dem besonders intakte Natur herrscht, wo möglicherweise auch viele seltene Arten vorkommen, die du ansonsten per Artenschutz jeweils einzeln vom Aussterben retten müsstest. Und dann bietet es sich an, über den Artenschutz hinaus einfach die vorhandenen Tiere, deren Lebensgrundlage, den Boden, die Pflanzen, die Luft und alles, was da so ist, zu schützen, indem man die Käseglocke drüber stülpt und damit den Einfluss von uns, der ja daran schuld ist, dass die Art überhaupt selten geworden ist. Das heißt, hier gehen wir schon automatisch davon aus, dass das Gebiet deswegen geschützt werden muss, weil es sonst von uns kaputt gemacht wird. Also die ultimative Begründung, weshalb Artenschutz manchmal absolut zwingend notwendig ist, weil wir dran schuld sind, ist beim Naturschutz automatisch gleich mal vorausgesetzt. Jeder Naturschutz geht davon aus, dass ohne den Naturschutz wir das Ganze kaputt machen, beziehungsweise wir es schon kaputt gemacht haben, mindestens in Teilen und erst die Käseglocke drüber stülpen und das damit Aussperren äußerer Faktoren, sprich uns vor allen Dingen, Tiere mögen da gerne weiter reinlaufen und solche Sachen, das ist damit auch schon die einzige Naturschutzmaßnahme, die in manchen Fällen notwendig ist. Schlicht und ergreifend verhindern, dass wir da weiter reingehen, dass wir da weiter unsere Einflüsse ausbauen, wir da weiter das treiben, was die Naturschutzkulisse notwendig gemacht hat. Soll heißen, es ist ein See, der gerade am Austrocknen, oder ein Moor, das am Austrocknen ist, weil wir Gräben reingezogen haben, weil wir da stattdessen lieber Bäume hinpflanzen wollten, die man besser nutzen kann als so ein sinnloses Moor, in Anführungszeichen. Dann wäre jetzt die Naturschutzmaßnahme im Sinne der Käseglocke, dass man einfach einen Deckel drüber macht, damit nicht noch weitere Gräben reingebuddelt werden. Noch besser wäre natürlich eine Renaturierungsmaßnahme, dass man die Gräben sogar noch wieder zuschüttet und das Ganze sich selbst überlassen und einfach nicht mehr als Mensch drin in Erscheinung treten. Es sei denn, durch ein bisschen durchlaufen, einen Wanderweg durchlegen, damit eben der geneigte Bürger dann auch erleben darf, dass diese Naturschutzmaßnahme jetzt sinnvoll ist und dass es ein wunderschönes Gebiet ist und dass das ein weiteres noch schöner wird, indem man jetzt eben es aus der Nutzung nimmt, den Zugang beschränkt und nur noch auf dem einen Weg durchgegangen wird und das ist dann ein schönes Erlebnis für alle, die durchlaufen und das Gebiet bleibt erhalten, weil keiner vom Weg runter geht, bestenfalls natürlich. Ja? In der Praxis gehen ja sehr wohl Leute vom Weg runter, wie wir alle wissen, aber bestenfalls. Ja? So, und dann gibt es noch den sogenannten Prozessschutz, das wir eben war, also der Käseglocken-Naturschutz, einfach Verhinderung des Reingehens. Das kann häufig auch schon reichen. Ja, Käseglocken-Naturschutz klingt, als wäre das ein altes Konzept, ist es auch, reicht aber manchmal auch heute noch vollkommen aus, wenn es zum Beispiel im Moorschutz geht. Das Einzige, was intakte Hochmoore, so es sie dann noch gibt, wirklich brauchen, ist tatsächlich einfach die Käseglocke, die verhindert, dass da weiterhin das Moor durch Torfstiche zerstört wird, durch Entwässerungsmaßnahmen zerstört wird oder sonstigen Quatsch. Und eben teilweise noch Rückgängigmachung der vorhandenen Maßnahmen, die bereits erfolgt sind in diese Richtung. Mehr braucht ein Moor dann aber auch nicht. Prozessschutz bedeutet, dass man ein Ökosystem sich selbst überlässt. Das ist auch das, was sich jeder deutsche Nationalpark auf die Fahnen geschrieben hat. Man nimmt ein Stück Natur, das vorher schon natürlich war, stülpt da jetzt quasi auch die Käseglocke drüber, gibt dem Ganzen einen besonderen Rechtsstatus, was Nutzung angeht, sprich Nutzungsverbot weitgehend, in Nationalparken meistens auf 80% der Fläche, 20% der Fläche bleibt nutzbar, weil ein Nationalpark zusätzlich noch die Aufgabe hat, dass die Natur da auch erlebbar sein soll und dafür braucht man eine gewisse Infrastruktur und die soll dann halt eben auf 20% der Fläche stattfinden. Das ist also der Grund, weshalb nur 80% der Fläche quasi vollständig aus der Nutzung
genommen werden. So, und da soll jetzt nach modernem Verständnis nicht einfach nur der Mensch draußen bleiben und die Natur möge, wie man das sich ursprünglich vorgestellt hat bei der Käseglockengeschichte, einfach komplett gleich bleiben, Veränderungsschutz sozusagen, ja, unter der Käseglocke konservativer Naturschutz. Es wird der Zustand, der jetzt herrscht, für die Ewigkeit bewahrt. So der Gedanke ursprünglich. Das ist natürlich vollkommen unmöglich, weil wenn Natur die wesentliche Konstante in natürlichen Ökosystemen, die wesentlichste, der eine Grundsatz, der immer gilt, ja, meiner Meinung nach der wirklich wichtigste, ist: Natur ist Wandel. Ja? Das heißt jetzt nicht, dass man diesen Wandel nicht noch beschleunigen oder irgendwie aus Durcheinander bringen kann. Aber dass ein Wandel stattfindet, das ist einer der natürlichsten Prozesse des Planeten. Das ist Evolution. Ohne die gäbe es das, was wir heute hier überall irgendwo sehen können. Sobald es grün ist und vorm Fenster, gäbe es alles nicht. Ja, teilweise auch grün und im Fenster. Top-Pflanze. Keine Chance ohne stetigen Wandel. Das heißt, die Ursprungsidee des frühen Naturschutzes von 1935, ein Ökosystem so zu bewahren, wie es jetzt ist, ist natürlich völliger Käse. Und deswegen hat sich der Naturschutz in vielen Fällen, manche auch noch nicht ganz, aber im Großen und Ganzen dahingehend konzentriert, dass man Naturschutz heute als Prozessschutz versteht. Das heißt, ein Neugründen eines Naturschutzgebietes schützt die natürliche Entwicklung innerhalb des Gebiets. Und das ist jetzt auch wieder ein Punkt, wo man jetzt auch die Naturschutzpolitik bzw. Naturschutzmaßnahmen kritisieren muss, weil Beispiel, ein Auwald. Nimmst du einen Auwald, stellst den unter Schutz und überlässt ihm der natürlichen Entwicklung, des natürlichen Auwaldhabitates. Und da machst du nichts weiter, als den jetzt einfach unter Naturschutz zu stellen und ihm den Prozessschutz zu übergeben und da quasi einen Urwald von morgen entstehen zu lassen. Dann hast du möglicherweise einen fundamentalen Fehler gemacht, weil das ist ein ehemaliger Auwald. Der Prozess, der dazu geführt hat, dass es überhaupt ein Auwald wurde, war ständige Überschwemmung. Und die fehlt gegebenenfalls jetzt. Aber lassen wir mal die Feuerwehr oder was auch immer vorbeifahren. Denn frühe Schutzgebiete in Auwaldnähe haben einfach den Fehler gemacht, dass man vergessen hat, dass man gedacht hat, man könnte jetzt den Zustand dieses Auwaldes konservieren, indem man das Betreten verbietet. Das Betreten war in diesem Fall aber gar nicht die Ursache, weshalb sich eben der Auwald verabschiedet, sondern die Ursache ist die, dass wir den nebendran liegenden Rhein beispielsweise begradigt haben. Der Rhein wäre das prominenteste Beispiel. Der fließt jetzt schneller, gräbt sich schneller in sein Flussbett ein, er hat eine höhere Erosionskraft, dadurch, dass er einfach flotter vom Bodensee bis in die Nordsee den Weg schafft, einfach schlicht und ergreifend deswegen, weil die Strecke kürzer gewesen ist. Ursprünglich floss der mal so, ja, jetzt fließt er so, wump, das ist kürzer, also ist er schneller, also hat er mehr Kraft, also reißt er sein eigenes Flussbett immer tiefer ein und fließt immer tiefer. Und wenn der immer tiefer wird, wird der tiefste Punkt der Landschaft um den Rhein immer niedriger. Das heißt, dieser tiefste Punkt ist da, wo sich sämtliches Grundwasser links und rechts neben dem Rhein hinbewegt zum tiefsten Punkt der Landschaft. Und das ist der Rhein. Und da der gleichzeitig noch schneller fließt, kann er das Grundwasser von links und rechts gleich aufnehmen und damit wegfließen. Und dann ist das Grundwasser futsch. Ja? Und mindestens mit dem Verlust des Grundwassers haben wir diverse Probleme im Rheintal, was auch in großen Waldschäden resultiert. Da haben wir schon häufiger drüber geredet hier auf dem Kanal. Wir haben aber eben auch schlicht und ergreifend das Problem, dass dadurch, dass der Rhein immer tiefer runtergefräst wird oder sich selber runterfräst, die Chance, dass er mal ein krasses Hochwasser hat, über den modernen Damm noch drüber kommt, wo der nicht inzwischen sogar noch Durchbrüche hat, damit das passiert. Man denkt ja mit, es passiert auch was in die Richtung. Aber als es das noch nicht gab, waren Rheinhochwasser, die alle 20 Jahre vorgekommen sind, so im Schnitt, die einzige Möglichkeit, dass der neben dem Rhein liegende, unter Naturschutz stehende Auwald mal wieder Wasser abbekommen hat. Und das ist eben charakteristisch für einen Auwald, dass er ständig überflutet wird. Wird er nicht ständig überflutet, ist er irgendwann kein Auwald mehr. Ihn unter Schutz zu stellen, ändert also überhaupt nichts an der natürlichen Entwicklung weg vom Auwald hin zum Stinknormalwald ohne Auencharakter. Ja? Einfach weil das Wasser fehlt. Und
Die Unterschutzstellung ist dahingehend, beziehungsweise der Prozessschutz, dass sich diese Entwicklung weg vom Auwald hin zum Normalwald natürlich ohne Einfluss des Menschen, abgesehen davon, dass der das Wasser abgedreht hat sozusagen, vollziehen kann. Das ist auch eine Form von Naturschutz und das ist dann eine natürliche Entwicklung unter veränderter Grundlage. Das heißt, wir haben hier schon die Natur geschützt, aber wir haben auf keinen Fall das geschafft, was man ursprünglich mal mit dem Käseglocken-Naturschutz vorhatte, nämlich den Status quo zu bewahren und diese besondere Naturschönheit hier zu erhalten. Das ist so ähnlich wie mit dem Naturdenkmal. Man stellt einen alten Baum unter Schutz. Das ist im Prinzip ein Miniatur-Naturschutzgebiet. Ist genau dasselbe, nur halt sehr klein. Ein Baum groß zum Beispiel, ja, mit ein bisschen Umgebung natürlich noch. Und letzten Endes hat man den Baum damit aber nicht gerettet, sondern lediglich dafür gesorgt, dass der jetzt in Würde altern kann und dann irgendwann halt trotzdem stirbt, weil halt alles stirbt. Und hinterher ist das Gebiet nutzlos, weil er dann bestenfalls noch ein über 100 Jahre, 200, 300 Jahre noch ein Baumstumpf steht, in dem noch diverse Tierchen leben können. Das ist ja auch noch prima, aber spätestens wenn das dann auch weg ist, dann ist das Gebiet wirklich nutzlos, weil dann hat sich alles quasi, was da einen besonderen Schutz und besonders das Ökosystem an dieser Stelle besonders machend ist, wieder verabschiedet. Ja, und es geht nicht. Man kann keinen konservierenden Naturschutz betreiben, aber wie gesagt, das ist ein altes Konzept. Heute mit diesem Dynamikschutz, mit diesem Prozessschutz, die Natur an dieser Stelle sich frei entfalten und frei entwickeln lassen, egal in welche Richtung das führt, das halte ich für das bessere und modernere Konzept. Auch wenn das, um mal ein Beispiel aus dem Nationalpark Harz zu bringen, bedeutet, dass wenn da ein Waldbrand im Nationalpark entlang der Brockenbahnstrecke entsprechend Schäden verursacht, hinterher auch nicht. Also letzten Endes wird sogar gestritten, ob man löschen darf im Nationalpark. Ja, auch das ist eine Diskussion, weil eigentlich wäre, sofern der Waldbrand nicht vielleicht zum Beispiel durch den Brockenbahn und deren Schornstein, das ist ja noch ein alter Dampfzug, zumindest was da auf dem Brocken hochfährt, ausgelöst wurde, dann wäre es ja wieder menschgemacht. Dann könnte man vielleicht damit begründen, weshalb man löscht. Aber eigentlich würde im Nationalpark ja gelten Prozessschutz. Also sprich, wenn es einen Waldbrand gibt, dann ist das, sofern man es nicht absolut beweisen kann, dass es kein natürlicher Prozess ist, trotzdem auch irgendwie Teil der natürlichen Entwicklung. Und dann brennt ja halt der halbe Nationalpark ab. Beziehungsweise die erste und früheste Diskussion, dass im Nationalpark nichts tun auch bedeuten kann, Schäden zuzulassen, hat sich im Bayerischen Wald ereignet, als da, ich glaube 2003, die ganz große Borkenkäferkatastrophe losgebrochen ist und eben große Teile des Nationalparks kahlgefressen waren, sah hinterher nicht besonders schön aus, war für den Tourismus auch nicht gerade besonders förderlich und man hat aber den Borkenkäfer gewähren lassen und hat ihn einfach fressen lassen, was er fressen wollte und hat nicht eingegriffen, weil ja genau das Ziel des Nationalparks ist, dass sämtliche Prozesse, die da jetzt stattfinden, auch stattfinden dürfen und ein weiteres Eingreifen des Menschen nicht stattfinden soll. Ja? Und da wird es dann jetzt richtig, richtig kompliziert. Und beim Schutz kompletter Ökosysteme gehört alles Mögliche dazu und eben auch genau diese zentrale Frage, greift man dann vielleicht nicht doch mal ausnahmsweise noch ein, macht man wirklich nichts? Und die Löscharbeiten, im Grunde waren die Löscharbeiten, ich bin Fan der Löscharbeiten, ja, versteht mich nicht falsch, aber die Löscharbeiten am Brocken waren so gesehen eigentlich ein Verstoß, wenn man so möchte, gegen besonders strenge Sichtweisen des Prozessschutzes, weil eigentlich hätte man brennen lassen müssen, ne? Bis auf eben dann irgendwelche Scharneisen vor dem bewirtschafteten Brockengipfel. Dass da oben drauf nicht Urnatur steht, weiß jeder, der da mal oben gewesen ist. Das ist halt immer auch schwierig mit unseren Nationalparken, die eben nicht komplett aus Urnatur bestehen, sondern Hirnflecken, Urnatur, halbwegs Urnatur, Hirnflecken, Darnflecken und dazwischen der Brocken beispielsweise. Ne? Der ist vieles, aber Urnatur ist das sicherlich nicht mehr. Und das schon seit langer, langer, langer Zeit. Aber nochmal, Naturschutz jetzt im Gegensatz zum Artenschutz, im Gegensatz zum Tierschutz, der betrachtet das große Ganze. Der schützt ein komplettes Ökosystem mit sämtlichen Prozessen, die da ablaufen. Und nachdem ein Gebiet unter Naturschutz steht,
sollte, zumindest nach modernem Verständnis, ein Aussterben einer Art eigentlich möglich sein. Auch wenn das Vorkommen einer Gelbbauchunke vielleicht mal der Grund war, dass man ein Naturschutzgebiet angelegt hat, müsste nach Prozessschutzverständnis, wenn die natürliche Entwicklung jetzt vom Menschen unbeeinflusst dahin geht, dass die Gelbbauchunke halt trotzdem ausstirbt, das dann auch bedeuten, dass sie ausstirbt. Ja? Also worauf ich hinaus möchte ist, ist einmal Prozessschutz gewährleistet, kann man nichts mehr machen. Und wenn alle weiteren Prozesse über die regionalen Prozesse hinaus dafür sorgen, dass das Gebiet zur Halbwüste wird, dann wäre das so. Ja? Und deswegen, weil das nun mal dann so wäre, weil das dann ein Prozess wäre, den man zumindest mit Mitteln des lokalen Naturschutzes nicht weiter aufhalten kann, muss es oberhalb vom Naturschutz, vom ganzen Ökosystem, lokalen Ökosystemschutz, noch eine weitere Ebene geben, wo man vielleicht Verantwortung übernehmen möchte als Menschheit, um eben zu verhindern, dass Prozessschutz automatisch in den Abgrund führt, sozusagen. Und dann sind wir bei dem, was gemeinhin als Umweltschutz, umgangssprachlich auch als Ökologie bezeichnet wird. Denn die betrachtet jetzt nicht nur lokal ein Kleinstökosystem, das besonders wertvoll und besonders naturnah ist, sondern die betrachtet nun alles, das große Ganze, die Umwelt. Umwelt ist definiert als die Welt um uns herum. Absichtlich, und das ist auch durchaus philosophisch immer mal wieder in Frage gestellt worden und darf auch gerne diskutiert werden, meint Umwelt alles um uns herum. Wir sind also nicht Teil der Umwelt im ökologischen Sinne. Ja, man kann Umwelt auch im wirtschaftlichen Sinne betrachten, dann ist es einfach die Umgebung des Betriebes beispielsweise. Also ein BWLer versteht unter Umwelt was anderes als eben der Ökologe. Ja, aber aus Naturschutzsicht, aus Schutzgebietssicht ist Umwelt alles um den Menschen herum, seine eigene Zivilisation ausgenommen. Sprich, München hört auf und der englische Garten fängt an. Der englische Garten ist stark durch uns geprägt. Ist der jetzt schon Umwelt? Ist das noch nicht? Schwierig. Spätestens wenn der englische Garten zu etwas wird, was man dann als Wald bezeichnen kann, dann ist es auf jeden Fall Umwelt. In Berlin, hinterm Brandenburger Tor, wird es ganz schnell ganz grün. Ne? Hab gerade vergessen, wie das Gebiet heißt, nehmt es mir bitte nicht übel. Aber wo diese lustige Siegessäule, heißt die so? Also hinterm Brandenburger Tor halt. Ist das jetzt schon Umwelt oder ist das jetzt noch nicht Umwelt? Da kann man sich wunderbar streiten. Aber das ist für den Umweltbegriff tatsächlich relativ wurscht, weil damit alles gemeint ist, was nicht unmittelbar zugepflastert ist im Grunde. Also der Platz vorm Brandenburger Tor, der ist noch nicht Umwelt und die Grünfläche dahinter, die ist es dann im Grunde schon. Wenn man so weit gehen möchte, kann man sagen, dass der Rasen vom Reichstag dann eigentlich auch schon im Grunde eine Form von Umwelt ist, weil es ein Ökosystem ist. Ja? Lediglich etwas, was komplett zugepflastert ist, da gibt es auch noch Tiere. Vögel zum Beispiel, Stadttaube. Ja? Allein das Vorhandensein von Stadttaube macht den Platz, wo die Stadttaube drauf sitzt, zu einem Ökosystem in gewisser Weise, wenn man das so definieren möchte. Aber dieser umfassende Umweltbegriff meint eben halt auch die unmittelbar vom Menschen beeinflusste Umwelt, also dass unsere Gärten, unsere Äcker, unsere Felder, unseren Wirtschaftswald, all das ist beim Begriff Umwelt mit drin. Und damit geht Umwelt ein Stück weiter als Naturschutz. Umweltschutz beinhaltet also auch den Erhalt und den ein Stück weit den Status quo und die Produktions- und Leistungsfähigkeitsaufrechterhaltung der vom Mensch eindeutig beeinflussten Umwelt. Nicht nur der Natur, denn
Naturschutz ist einfach flächenmäßig, zum Beispiel in Mitteleuropa, relativ irrelevant, weil es kaum noch Natur, die diesen Bezeichnung verdient hat, überhaupt gibt. Ja, das ist ein gewinziger Teil der Landesfläche, den man als Natur bezeichnen könnte. Und je nachdem, wie streng man den Begriff Natur auslegt, sind das wenige Prozent, bis hin zu gar nichts, schlicht und ergreifend. Eine komplett natürliche Fläche, die niemals von Menschen beeinflusst worden ist, haben wir in Deutschland schlicht nicht. Mit Ausnahme, Wattenmeer ist durch Umbaggermaßnahmen und solche Späße auch massiv beeinflusst worden. Also wir haben sie gar nicht. Wenn wir dann noch globale Prozesse, und jetzt sind wir ja bei der Umwelt und da müssen wir die jetzt mit einfließen lassen, dazu nehmen, dann gibt es wirklich gar keinen Quadratmeter mehr, weil spätestens global wirkende Prozesse auf jeden Flecken Erde, egal in welchem Land, dann Einfluss gehabt haben. So, ne? Also, jetzt an dieser Stelle ein kurzer Rückblick. Umwelt beeinflusst, beinhaltet, also Umweltschutz beinhaltet sämtliche halbwegs natürlich aussehenden grünen Ökosysteme außerhalb der Stadt, teilweise auch mit der Stadt, das kann man so oder so definieren. Alles, das soll geschützt werden. Ja? Naturschutz beinhaltet den Schutz wertvoller, intakter, besonders schützenswerter, natürlicher Ökosysteme, solange es die eben noch gibt. Artenschutz soll das Aussterben von Arten ein Stück weit verhindern, soll eine oder mehrere, natürlich gibt es ja viele verschiedene Artenschutzprojekte gleichzeitig, Arten vom Aussterben bewahren und teilweise noch deren Lebensraum für diesen Zweck erhalten. Ja? Und Tierschutz ist dann letzten Endes einfach dafür da, dass man die individuelle Kreatur, wenn man sie dann so nennen möchte, einfach nicht unnötig quält und ihr das zur Verfügung stellt, was die halt so zum Leben braucht, was für Wildtiere nicht notwendig ist, weil sie sich das selber suchen können und dann vor allen Dingen eben Tiere in unserem unmittelbaren Umfeld beeinflusst, beinhaltet. So, ja? So, und jetzt lasst mich kurz denken und dann kommen wir zurück zum Umweltschutz. Natur- und Umweltschutz will häufig dasselbe. Häufig, ganz, ganz häufig. Es gibt aber hin und wieder mal Fälle, wo tatsächlich ein Streit zwischen Umwelt- und Naturschutz entstehen kann, mitunter sogar in derselben Organisation. Wenn wir uns zum Beispiel den NABU angucken, ne, kennt jeder, ist Deutschlands größte Naturschutz-Non-Governmental Organization, also Verein letzten Endes, ne, gemeinnütziger Verein nach deutschem Recht. Und die haben intern immer Schwierigkeiten, wenn es um zum Beispiel Windkraftanlagen geht. Ja, weil sie einerseits Klimaschutz wichtig finden und andererseits Arten- bzw. Naturschutz wichtig finden. Und hier haben wir jetzt, wenn wir jetzt Artenschutz und Naturschutz zusammenschmeißen, tatsächlich dann eben genau dazwischen einen Konflikt. Für Klimaschutz, sagt zum Beispiel auch der NABU, wären Windkraftanlagen eine dufte Sache. Für Vögel, die dann gegebenenfalls mal dagegen fliegen, was passiert, ja, in welchem Umfang, kann man sich wunderbar streiten, er ist gering. Ob er trotzdem noch zu hoch ist, obwohl er gering ist, der Meinung kann man sein, das darf man, selbstverständlich. Ja, und das führt eben zu internen Konflikten beim NABU, weil die einen sagen halt, nee, Vogel wichtiger als Klimaschutz und die anderen sagen, nee, Klimaschutz wichtiger als Vogelschutz, weil wenn Klimaschutz nicht funktioniert, Vögel eh Problem, sozusagen, ja. Und das ist jetzt zum ersten Mal die eingangs formulierte Frage und eigentlich der Grund, weshalb ich das ganze Video mache. Wir haben uns jetzt durch sämtliche Ebenen des Umweltschutzes und vorgelagerte Bereiche sozusagen gearbeitet, um klarzustellen, wenn auf Umweltebene, der größten Ebene, alles scheiße läuft, sind sämtliche Ebenen darunter genauso betroffen. Und das ist der entscheidende Faktor. Und jetzt kommt erschwerend dazu, dass Umweltschutz anders funktioniert als die bisherigen Dinge. Das war bisher alles relativ unkomplex auf lokaler Ebene durch Weglassen des menschlichen Einflusses und vielleicht hier und da noch ein paar Hilfestellungen lösbar. Ja? Menschlichen Einfluss weglassen war daher relativ simpel.
beziehungsweise menschliche Interessen reduzieren bei den Nutztieren, dass sie einfach mehr Platz bekommen, dann sind halt weniger pro Fläche da, dafür geht es denen besser. Das kann man ja auch irgendwo mal unter menschlichen Einfluss reduzieren, verstehen, wenn man das so möchte. Ne? Jetzt aber haben wir eine andere Ebene erreicht. Wir können nicht die ganze Umwelt, ein Schutzgebiet, ein Umweltschutzgebiet drumherum machen und sagen, da dürfen wir jetzt nicht mehr rein und da muss der menschliche Einfluss draußen bleiben. Weil ein Großteil, 2/3 der Umwelt, die uns global so umgibt, tatsächlich unsere unmittelbare Umwelt ist und wirtschaftlich genutzt wird. Na? Es sind Weinberge, es sind Äcker, es sind Weiden, es sind Nutzwälder. Da können wir nicht draußen bleiben, jedenfalls nicht vollumfänglich. Das funktioniert nicht. So, und jetzt muss man daher im Umweltschutz wirklich umdenken, ein simples, den menschlichen Einfluss ausschalten. Will man zwar auch hier, nur ist es jetzt nicht mehr simpel, sondern jetzt wird es verdammt kompliziert. Und daher hat sich der Umweltschutz in den letzten Jahrzehnten zur Verursacherprinzipientechnik bekannt, sozusagen. Das heißt, man guckt, welche globale, riesige Ursache ist dafür verantwortlich, dass unsere Umwelt, völlig egal, ob es ein Naturschutzgebiet ist, ein dreckiger Bach nebendran, der Stadtpark oder irgendwas anderes, was zumindest halbwegs ein natürliches Ökosystem sein, also ein Ökosystem, nicht natürlich, ein Ökosystem sein könnte, beeinflusst. Ja? Und da muss man jetzt eben erstens viel mehr forschen und es wird viel komplizierter, weil die Größenordnungen jetzt gigantisch sind und bisher konntest du für dein 100 Hektar Naturschutzgebiet konntest du noch sagen, ja, da fließt der eine Fluss rein, der hat von mir aus dreckiges Wasser, dann bauen wir da vorne dran einen Wasserfilter ein. Dann geht da diese eine Straße durch, da fahren ständig böse Autos vorbei, die reißen wir einfach ab und verlagern sie um, dass sie außen rumfährt. Und dann rennen da ständig viel zu viele Leute im Gebiet rum, dann beschränken wir die Wanderwege auf genau einen und die Betretungszeit nur von 8 Uhr morgens bis 18 Uhr von mir aus. Das gibt's nirgends, aber nehmen wir jetzt einfach mal an, das sei so. So, das sind alles vergleichsweise einfache, konkrete Maßnahmen und man kann für diese 100 Hektar relativ schnell rausfinden, dass eben die ständige Störung durch die Besucher, der Autoverkehr und der vergiftete Fluss dran schuld sind, dass die Natur dann nicht das macht, was sie soll. Und das hat man alles abgeschaltet und jetzt läuft's und das Problem scheint gelöst, wenn da eben nicht noch globale Ursachen auch noch drauf wirken würden, die man eben nicht mit lokalen Maßnahmen ausschalten kann. Und das bringt uns eben jetzt zum großen Dilemma des Umweltschutzes. Nämlich, was sind denn global wirkende Prozesse, die nur global gelöst werden können und nicht mit lokalem, örtlichen Naturschutz in den Griff zu bekommen sind? Es sind Klimawandel, anthropogen beschleunigt, Massenaussterbungsprozesse, Plastik und Vermüllung, globale Stickstoffdüngung, Übernutzung von Ressourcen, Flächenverbrauch und Flächenversiegelung und globaler Artenaustausch in Form von Invasivität und Krankheiten durch die Globalisierung. Das sind so die 7 offensichtlich riesigen Dinger, die mir eingefallen sind, die eine große Rolle spielen. Ja, ein Stück weit lassen die sich auch lokal bearbeiten, beispielsweise invasive Arten, die aus sonst wo gekommen sind durch die Globalisierung. Das bringt uns zurück zum Waschbär, der auch in einem Naturschutzgebiet möglicherweise Schäden anrichtet. Und man könnte ihn jetzt lokal eben durch Einrichten einer Fallenjagd im Naturschutzgebiet, die vielleicht auch andere Tiere fängt, aber nur Waschbären tötet und alle anderen Tiere einfach wieder laufen lässt, wenn mal der Fuchs in der Falle sitzt oder ähnliches. So könnte man das dann regional zumindest für dieses eine Gebiet in den Griff bekommen. Nur hilft das letzten Endes nicht viel, weil zwar ist jetzt hier 100 Hektar Naturschutzgebiet, aber nebendran ist ein Wirtschaftswald und dann ist der Waschbär halt in dem und richtet da seine Schäden an. Das heißt, man kann nur sehr kleine, mit großem Aufwand, nur sehr kleine Flächen vor einem global wirksamen Problem oder zumindest überregional, national wirksamen Problem, das ist ja auch schon groß genug, wirklich schützen. Und drum Verursacherprinzip. Das heißt, die Ursache
für diese Probleme, diese genannten, die überall wirken, die müssen wir abstellen. Und das ist ungleich viel schwieriger und komplexer und tritt viel mehr Leuten auf den Fuß, als hier die 100 Hektar da hinten regional mit einem Ranger ausstatten und so weiter und so fort. Jetzt muss ich den Akku wechseln. So, hier zeichnet sich jetzt wahrscheinlich so langsam die Antwort auf die eingangs gestellte Frage, was denn jetzt wichtiger ist, Naturschutz oder Klimaschutz, ab. Man kann Klimaschutz eben auch noch auf andere global wirksame Prozesse erweitern, wie eben die Vermüllung der Meere, die Vermüllung des ganzen Planeten und solche Späße. Das alles ist unabhängig davon, wo es verursacht wird, woanders auch wirksam. Das ist die Gemeinsamkeit dieser globalen Prozesse. Anthropogene Stickstoffdüngung soll heißen, wenn du irgendwo zu viel, unter anderem, zu viel Dünger auf den Acker schmeißt, weil es dann halt besser wächst, der landet im Grundwasser, das Grundwasser landet im Fluss, der Fluss fließt ins Meer, das ganze Zeug ist im Meer, kann dann die Meere eutrophieren, die Meere überdüngen und solche Späße, dann kriegst du im Meer erhöhtes Algenwachstum, weil die dann prima wachsen können, wenn es da auch noch jede Menge Stickstoff im Meer hat und alle möglichen anderen komplexen Prozesse, die dann im Meer dazu führen, dass andere Tiere absterben, ganze Ökosysteme vernichtet werden. Da braucht man keinen Klimawandel für, nur allein anthropogene Stickstoffdüngung im größeren Stil. Ja. Und wenn das Leben im Meer so nicht mehr funktioniert, kommen irgendwelche Prozesse im Meer zum Erliegen, die dann für die Welternährung vielleicht eventuell ganz wichtig hätten sein können. Und davon abgesehen, ein riesiger, gigantischer Biodiversitätsverlust von unglaublichen Ausmaßen, deren Folgen wir schlicht und ergreifend nicht abschätzen können. Aber sie sind nicht gut. So viel kann man sagen. Ja, das nun mal so am Rande angemerkt. Auch das ist ein globaler Prozess, ein global wirksamer Prozess. Allerdings hat er aus irgendwelchen Gründen keine Lobby von Leuten, die da nicht dran glauben wollen. Er ist nur einfach zu unbekannt, als dass es sich wahrscheinlich eine Lobby gebildet hätte von Leuten, die da nicht dran glauben können. Beziehungsweise der kleine Otto Normalverbraucher ist nicht in der Pflicht, irgendwas gegen anthropogene Stickstoffdüngung zu tun, weil er selbst gefühlt für die anthropogene Stickstoffdüngung ja nichts kann, weil es ja die böse Landwirtschaft ist. Was auch wieder zu kurz gedacht ist, und jetzt wird es halt richtig kompliziert, jetzt sind halt zig Kreisläufe und Kausalitätsketten beteiligt, und das versteht dann der gemeine AfD-Wähler leider nicht mehr, dass es hier einfach um einen riesen komplexen Zusammenhang geht, den man, wenn man sich nicht intensivst damit auseinandersetzt, nicht kapiert, und auch wenn man sich intensivst damit auseinandersetzt, sprich das Ganze beruflich macht und vorher viele Jahre studiert hat, dann braucht man trotzdem noch die Hilfe von vielen Kollegen und viel intensiver Forschung, die in einzelnen Teilbereichen dieser Kausalzusammenhänge stattgefunden hat. Und denen muss man dann glauben, dass sie recht haben, weil sich sonst nie ein insgesamt schlüssiges Bild herausbilden lässt. Und das Bild, was wir dann am Ende bekommen, kann trotzdem die Wahrheit niemals hundertprozentig abbilden, ihr bestenfalls nur nahe kommen und eine Handlungsempfehlung geben, die besser ist als raten. Ja? Und warum ist das so? Weil es unendlich kompliziert und unendlich komplex werden kann, wenn wir es mit dem komplexesten System des Planeten, nämlich dem Planeten, zu tun haben. Ich hoffe, das ist soweit jetzt so ein bisschen verstanden. Ja? Und da ist es einfach zu kurz gedacht, auch wenn das menschlich nachvollziehbar ist, wenn man von Beruf, weiß ich nicht, Krankenschwester ist. Hochehrwürdiger Beruf, keine Frage. Ne? Da steht wenig drüber, ne? Ein bisschen was vielleicht noch, aber nicht viel. Oder sowas in die Richtung, dass man dann nicht noch Zeit hat, drüber nachzudenken, wie denn die Weltökosystemgeschichte funktioniert. Das ist ja vollkommen legitim, und dafür muss es dann halt eben andere Leute geben, die das dann machen. Und solange man jetzt akzeptieren kann, dass die ihren Job machen und man selbst seinen Job macht und man dann halt eben nicht aus eigener Hybris denkt, man sich muss sich da unbedingt wunder was wir einmischen, dann würde das ja auch alles funktionieren. Aber das ist eben das Dilemma, dass diejenigen von uns, dessen Job es halt ist, über sowas nachzudenken, dann leider damit leben müssen, dass uns einfach keiner glaubt, wenn wir erzählen, was wir beim Nachdenken über global wirksame Prozesse herausgefunden haben. Ja? Und das ist frustrierend. Und ich weiß nicht, ob das menschlich nachvollziehbar ist, aber das ist es auf jeden Fall für mich. Gut. Lass mal den Klimawandel einfach, um niemanden vor den Kopf zu stoßen, außen vor.
Massenaussterben. Weiß keiner so genau, woran das gerade liegt, aber wir haben etwa 70-80% unserer Insektenbiomasse verloren, darunter auch zig Arten. Das führt zu einem massiven Rückgang der Vögel, die eben mindestens zur Kükenaufzucht auf Insekten angewiesen sind. Was genau das Vogelsterben oder den Vogelrückgang verursacht, wissen wir nicht hundertprozentig, aber das Insektensterben ist mindestens ein entscheidender Punkt, vielleicht sogar der entscheidendste. Dazu kommen natürlich noch Lebensraumverluste durch eine Veränderung in der Landwirtschaft. Auch dadurch ein massiver Rückgang der Biodiversität. Nochmal, daran sind nicht vor allen Dingen die Bauern schuld. Die haben es zwar durchgeführt, wenn man so möchte, aber wir Konsumenten haben verlangt, dass die das durchführen und die Abhängigkeit eben von Massenlandwirtschaft, wie wir sie heute haben, verursacht. Das waren wir. Das kann man jetzt nicht auf die ausführende Instanz letzten Endes runterbrechen, die sich dumm und dämlich verdienen wollte. So ein Landwirt kann bestenfalls gut davon leben, mit dem, was er so tut. Und diejenigen, die nicht mindestens sehr gut davon leben konnten, die gibt es schon längst nicht mehr. Kleinbetriebe existieren nicht mehr. Es sind inzwischen alles mindestens sogenannte mittelständische Unternehmen und ganz viele Großbetriebe eben auch, weil die immer mehr auf Massenkonsum ausgerichtete Wünsche des Verbrauchers, und ich bin da keine Ausnahme, gar keine Frage, eben dazu führen, dass es immer mehr Großunternehmen in der Landwirtschaft gibt und diese kleinbäuerliche Landwirtschaft, wie sie mal existierte, was zu mehr Grenzen geführt hat, was zu mehr Zwischenräumen zwischen Feldern geführt hat. Und allein die Tatsache, dass da eine Grenze ist, dass man dem Nachbarn nicht sein eigenes nichts wegnehmen möchte und Rücksicht auf den Nachbarn nehmen wollte, führte zu einer Hecke. Ja, und 5 kleine Bauern, die jeweils Feld mit Größe X haben, haben dann mindestens mal 10 Hecken zwischen ihren Feldern. Und wir haben Korridore für Tiere, die dann wandern können, die dann nicht aussterben müssen, wenn sie von ihren nächsten Verwandten abgeschnitten sind, weil nur Maisfeld zwischen ihnen und ihren nächsten Verwandten, im schlimmsten Fall jetzt Maisfeld beispielsweise, liegt. Ja? Das sind also ganz viele Prozesse, die man im ersten Moment gar nicht auf dem Schirm hat, wenn es mal wieder darum geht, die Landwirte für alles verantwortlich zu machen, was schief läuft im Artenschutz. Und das Ganze wird verstärkt von jedem anderen global wirksamen Prozess, wie eben der übertriebenen anthropogenen Stickstoffdüngung, dann halt doch eben auch dem Klimawandel, aber den wollen wir ja noch mal kurz ignorieren. Dann könnt ihr auch die Plastik- und Vermüllung-Geschichte da durchaus eine Rolle spielen, durchaus alle möglichen Pflanzenschutzmittel eine Rolle spielen, die ebenfalls durch die Industrialisierung der Landwirtschaft notwendig sind. Übernutzung grundsätzlich eine große Rolle spielt, dass die Bestände der entsprechenden Vögel zum Beispiel in manchen Ländern ja immer noch gejagt werden, immer noch mit Netzen Zugvögel aus dem Himmel geholt werden, in Mittelmeerstaaten mitunter, ist das so teilweise sogar noch legal und solche Späße und man sich dann wundert, warum der Bestand zurückgeht. Also das spielt auch alles noch eine Rolle, auch wenn das jetzt wiederum kein globales Problem ist, dass die immer noch bejagt werden. Aber es sind kleinere Auswirkungen, die dann immer noch überregional stattfinden. Es ist ja nämlich nicht nur Italien oder nur, keine Ahnung, Spanien, die sowas zum Teil noch betreiben dürfen. Weiß ich gar nicht, ob Italien oder Spanien, also will niemandem was Böses unterstellen, aber es sind auf jeden Fall mehrere Nationen, die da in Frage kommen. Und auch der Gesamtflächenverbrauch und die Flächenversiegelung sind natürlich ein Riesenproblem. Inzwischen haben wir ja nur noch 30% Waldfläche. Wir hätten mal mindestens 20-30% Waldfläche in Deutschland haben sollen, noch vor der menschlichen Besiedlung, noch bevor der Mensch überhaupt sesshaft geworden ist, dürfte das noch sowas um den Dreh gewesen sein. Je nachdem, wen man fragt, auch sogar 90% Waldfläche, das halte ich für ein bisschen übertrieben, aber 80-85%, das könnte durchaus möglich sein. Und ja, auch da ist halt enorm viel Fläche verloren gegangen. Und wodurch wurde diese Fläche ersetzt? Naja, wenn es dann noch artenreiche Magerrasen sind, wie sie durch Schafbeweidung zum Beispiel früher entstanden sind, wie sie generell durch Beweidungsprozesse alter Schule entstanden sind, dann geht das ja noch. Dann gab es sogar, dadurch, dass das über Jahrhunderte passiert ist, neue Evolution der Pflanzen an eine ständig beweidete Wiese. Über Jahrhunderte beweidete Wiesen haben neue Pflanzen hervorgebracht, die sonst aus der Evolution so gar nicht entstanden wären. Quasi haben wir über unsere gesamte Existenz in großer Zahl in Mitteleuropa
Europa bereits die Evolution dahingehend beeinflusst, dass sich viele Lebewesen an uns angepasst haben. Und die jüngste Entwicklung sind die ganzen Stadttiere, die neuerdings lieber in der Stadt wohnen als draußen im Walde, weil sie gelernt haben, dass Mülleimer eine verdammt zuverlässige Nahrungsquelle sind und man super in Dachstühlen übernachten kann oder in irgendwelchen Hecken mitten im Stadtpark und sonstige Späße und da einen keiner stört, weil Homo aufs Handy Schauaritis ja ohnehin nicht nach links oder rechts guckt, während er durch die Gegend rennt und Kopfhörer im Ohr hat und ja eben die ganze Zeit aufs Smartphone guckt. Und damit ist der ungestörtere Lebensraum für ein Tier, das garantiert nicht bemerkt wird, wenn es irgendwo in der Stadt im Gebüsch hockt, ja eben besagtes Stadtgebüsch. Weil wer in den Wald geht, der hat möglicherweise keine, möglicherweise, die viele haben es ja trotzdem, guckt gerade mal nicht aufs Smartphone und guckt wirklich mal in die Landschaft und hätte dann sogar die Chance, ein Tier zu sehen, wenn es dann da wäre, übersieht aber das Tier, was in der Stadt, wie gesagt, in der Hecke nebendran hockt, weil man dann halt eben doch aufs Handy schaut. Ich hatte neulich eine Schulklasse, denen konnte ich eine Rötelmaus zeigen und habe mich total gefreut, dass ich den Kindern endlich mal ein Tier zeigen kann. Die hatte wenig Scheu vor Menschen und hat gelernt, naja, ein bisschen vorsichtig sein ist angemessen, aber im Regelfall tun die nichts. Und daher rannte die unter einer Waldhütte heraus, beziehungsweise hat darunter gewohnt, kam raus, hat gesehen, da sind wir, ist wieder drunter verschwunden. Ich hatte also Gelegenheit, mal die Kinder ein bisschen zusammenzutrommeln, damit sie das auch sehen. Dann kommt die Maus raus. Es gab ein ganz paar Geräusche und die Maus ist abgehauen im Wald. Ich will jetzt den Kindern nichts vorwerfen, aber ich wäre hin und weg gewesen in deren Alter, wenn ich eine Waldmaus gesehen hätte, beziehungsweise ich war immer hin und weg, wenn ich eine Waldmaus gesehen habe. Ich habe ja welche gesehen in dem Alter. Aber die Begeisterung war erstaunlich gering und das hat mir schon so ein kleines bisschen Angst gemacht, in welche Entwicklung das eigentlich geht, dass man, ja, man kennt Tiere natürlich, man kann sie sich auf dem Smartphone jederzeit angucken, man kann sich jederzeit eine Tierdoku davon abgucken, der persönliche Kontakt zum Tier, die Grenzen zwischen echtem Erleben vor Ort, das Tier ist da vor dir, du könntest hinterher rennen und versuchen sie zu fangen, was dir natürlich nicht gelingt, aber es würde gehen und es ist auf dem Smartphone, die werden scheinbar immer irrelevanter, weiß ich nicht. Ja? Und besagte Kinder waren gerade so alt, dass sie so langsam angefangen haben, vermutlich Smartphones zu besitzen und die erste Faszination dieser Dinger, die sie ja haben, ein Stück weit, ne? Ich hänge da auch hin und wieder mal am Gerät, zu erleben. Weiß nicht, inwiefern das einen Kausalzusammenhang darstellt, aber das hat mir sehr zu denken gegeben. Ja, ich hätte wirklich mit einer anderen Reaktion auf dieses wirklich schön nah, schön gut zu erkennende, toll zu sehende Rötelmäuslein erwartet. Es kommt mir nicht damit, dass die gefährlich sind, weil sie Hantavirus übertragen. Ja, tun sie, aber da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Man sollte sich freuen, wenn man ein Tier im Wald sieht und wenn es nur eine Rötelmaus ist. Gerade wenn es eine Rötelmaus ist, weil Mäuschen beobachten ist manchmal gar nicht so einfach. Manchmal auch schon, aber kommt drauf an. Gut, zurück zur Frage der globalen Probleme. Die globalen Probleme müssen an der Wurzel abgestellt werden. Regional kann man sich davor nicht schützen. Du kannst noch so viele Naturschutzgebiete ausweisen. Es ändert nichts daran, dass wenn ständig Dürre herrscht, was ein Klimawandelproblem ist, dass die dann austrocknen. Dann kannst du anfangen, Naturschutzgebiete noch zu gießen. Das hat aber nichts mehr mit Naturschutz zu tun. Das ist dann ein ganz klarer menschlicher Einfluss. Und da kann man dann auch nicht sagen, wie viel müsste ich denn gießen? Wie viel Wasser wäre denn jetzt hier normal? Was würde denn unseren menschlichen Einfluss ausgleichen? Und schlicht und ergreifend ist das eine Sisyphus-Aufgabe, zu versuchen, auf einzelnen Gebieten den Klimawandel nicht stattfinden zu lassen oder die anthropogene Stickstoffdüngung oder irgendwelche anderen global wirkenden Prozesse. Und deswegen kann nur global an der Ursache, und das ist halt das Wesentliche, global wirkende Prozesse können nur global bekämpft werden, aber irgendwer muss anfangen. Und mit einer Aussage wie, ja, Deutschland muss nicht anfangen, weil wir sind ja nur an 4% der CO2-Emissionen schuld, hilft niemandem weiter. Hilft überhaupt niemandem weiter. Ist vielleicht menschlich irgendwo nachvollziehbar, so nach dem Motto, ich habe eine 5 in Mathe, aber der Tim und der Christoph haben auch einen und deswegen ist das ja nicht so schlimm, weil die anderen sind ja auch nicht besser. Ne? Und da muss man ja keinerlei nächstes Mal nicht unbedingt vielleicht lernen, weil solange die anderen ja auch schlecht sind, ist ja alles in Ordnung. Und das ist ein globales Problem der Menschheit per se. Da wir alle schlecht sind, ohne jeden Zweifel, müssen wir auch alle nichts tun, weil die anderen sind ja auch schlecht.
Und damit kann man ein globales Nichtstun und ein globales Ignorieren von feststellbaren Problemen jederzeit für sich selber ethisch-moralisch im eigenen Kopf begründen und entscheiden, dass man das, dass einen das Ganze alles nichts angeht und viel zu stressig ist. Und das ist dann halt eben auch wiederum ein Problem, meiner Meinung nach. Ne? Eins, was nachvollziehbar ist und was auch mich betrifft. Und der Teil von mir, der logisch-analytisch denkt und der Teil von mir, der das nicht tut, die sind im ständigen Zwiespalt. Insbesondere, wenn es darum geht, sollte ich jetzt diese Schokolade noch essen oder nicht? Oder andere Fragen, die letzten Endes nur mich selbst betreffen, wo es auch niemanden was angeht, was da als Ergebnis bei rumkommt. Aber logisch-analytisch ist das Ganze dann selten. Ja? Und daher ist das ein riesiges Problem und das bekanntermaßen Probleme, die nur global und letzten Endes durch Dinge gelöst werden müssen, die entweder enorm viel Geld kosten und oder persönlichen Verzicht bedeuten, mindestens oder wahrscheinlich und, das wird schwierig, ja, aber als endgültiges, abschließendes Statement, damit wir das dann auch ein bisschen zusammenfassend soweit geklärt haben. Wenn die Hitze zu groß wird, bringt es auch dem Huhn nichts mehr, dass es jetzt neuerdings 3 Quadratmeter Auslauf hat. Es wird trotzdem massive Hitzeschäden davontragen. Ja? Wenn die Hitze zu groß wird, beziehungsweise die Erde sich schnell aufwärmt, werden Fichtenwälder garantiert verschwinden. Damit ist auch der Dreizehenspecht und der Auerhahn futsch. Garantiert. Hundertprozentig, völlig egal, wie viele tolle Schutzmaßnahmen man ansonsten für den Artenschutz dieser beiden Tierarten ergreift. Wenn das alles so weitergeht, wird eben auch bei einer enormen Dürre das Schutzgebiet austrocknen, wird der Tümpel der Gelbbauchunke austrocknen, egal wie schön man den mit Zäunen und Selbstschussanlagen und sonst was vor weiterem menschlichen Einfluss gesichert hat. Global wirkende Prozesse wirken immer. Und wenn wir die nicht aufhalten, dann ist jede andere Naturschutzmaßnahme, Artenschutzmaßnahme und Tierschutzmaßnahme schlicht und ergreifend vollkommen für den Eimer. Jetzt kann man sich natürlich streiten, wie dramatisch das mit dem Klimawandel überhaupt wird. Dass der kommt, darüber kann man sich nicht streiten. Da ist wirklich von Sachkenntnis vollkommen ungetrübt, um es mal freundlicher zu formulieren. Aber was man dagegen tun kann, ob man deswegen was tun sollte, ob es nicht vielleicht sowieso schon zu spät ist und eine pessimistische Grundeinstellung angemessen ist, darüber können wir gerne alles diskutieren. Also nicht unbedingt jetzt in den Kommentaren und nicht vollumfänglich, weil sonst komme ich nicht mehr hinterher, schlicht und ergreifend. Ne? Bin ja nur einer und ihr seid viele. Aber darauf läuft es hinaus. Das ist letzten Endes der Punkt, der uns klar sein müsste, wenn das Gesamtsystem kollidiert, kollidieren auch alle Teilbereiche. Das ist im Grunde ganz, ganz simpel und ja, man hätte es so kurz abhandeln können, aber A, wäre ich da nicht ich und B, war es mir einfach wichtig, das wirklich vollumfänglich in allen Konsequenzen und über die gesamte Kausalzusammenhangkette mal erklärt zu haben. Ja? So. Und jetzt machen die da hinten Party. Ich gehe die jetzt gleich kicken. So, nochmal kurz zur Erklärung, wo ist das, weil das jetzt viele in die Kommentare schreiben werden, würde ich es wenigstens mal versuchen, das Ganze vorne wegzunehmen. Für diejenigen, die es wissen, die wissen es sowieso schon. Das Problem mit dem Klimawandel ist nicht, dass es nicht schon mal Klimawandel gegeben hätte. Klimawandel ist tatsächlich ein kontinuierlicher Prozess, der schon immer stattgefunden hat und immer stattfinden wird. Ja, das Klima ist genauso wenig konstant, wie die Natur konstant ist. Die wandelt sich immer, genauso wie das Klima. Punkt. Aber, ja, den Satz könnt ihr auch von einem Klimaschwurbler hören, das sagen die alle. Aber entscheidend bei jeder Form von Wandel in natürlichen Ökosystemen ist der eine Faktor, der allerwichtigste Faktor von allen, ist die Geschwindigkeit. Ja? Ein Wandel kann langsam und kontinuierlich verlaufen. Dann ist die Evolution mit den ihr eigenen Maßnahmen durch Werden und Vergehen, durch Aussterben der nicht mehr passenden Arten und weiteren Erhalt derjenigen, die es geschafft haben, sich anzupassen, plus dem dazu kommen neuer, jetzt noch viel besser angepasster Arten, die dann irgendwann möglicherweise die auch nicht mehr so ganz gut angepassten alten Arten wieder ersetzen werden. Das ist alles ein Prozess, der sich an jedes beliebige
3 Grad, plus 4 Grad, plus 5 Grad, plus 6 Grad, minus 11 Grad, egal welches Szenario von Temperatur auf dem Planeten herrschen mag, innerhalb gewisser Grenzen, irgendwann ist es zu kalt oder viel zu warm, dann funktioniert es halt nicht mehr mit Leben. Aber innerhalb gewisser Grenzen sind sehr viele Temperaturen vorstellbar, bei denen sich ein Ökosystem, ein funktionierendes Ökosystem etablieren kann, das wir dann als Urnatur bezeichnen können, weil wir bis zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich nichts mehr damit zu tun haben werden. Meine Prophezeiung, aber muss nicht unbedingt stimmen. Entscheidend ist nur, dass wenn die Geschwindigkeit dieser Änderung auf jede beliebige Durchschnittstemperatur globaler Art innerhalb gewisser Grenzen viel zu schnell abläuft, dann kann es halt passieren, dass die Anpassungsgeschwindigkeit eines natürlichen Ökosystems zu langsam ist, um sich an die enorm schnelle Änderungsrate des Klimasystems, das ein Teil eines jeden Ökosystems, weil jedes Ökosystem in die Atmosphäre reinragt, nun mal ist, dann kann die Geschwindigkeit des einen Systems die Überforderung des anderen Systems bedeuten. Und wenn dieses System überfordert ist, dann macht die Natur das, was sie schon 3 Mal in der Erdgeschichte getan hat. Wir befinden uns beim 4. Mal, nämlich Massenaussterben. Ja, und beim Massenaussterben könnte es sein, dass da so wesentlich unwichtige Pflanzen wie Weizen, Mais, Roggen, Gerste oder sonstige schöne Dinge wie die Möhre und vielleicht das Hausschwein, das Hausschaf oder ja, sonstige Dinge, die wir vermissen werden, wenn sie nicht mehr da sind, durchaus auch betroffen sein werden. Und letzten Endes resultiert daraus aus der grundsätzlichen Umweltschutzüberlegung, die einerseits aus unserem Handeln mit der Gegen- oder weg von der Natur, die ethisch-moralische Konsequenz wieder zurück zur Natur zu handeln ableitet, folgt auch gleichzeitig eben einfach die Notwendigkeit, die Natur zu erhalten, weil wir sie auf sie mal angewiesen sind, unsere Umwelt bewohnbar zu machen, die biologisch ablaufenden Prozesse auf dem Planeten in einer Form zu halten, wie wir sie weiter nutzen können und wie sie für uns eben unsere momentan vorherrschende Zivilisation einigermaßen aufrechterhaltbar machen. So, ja, das ist entscheidend. Es ist völlig Wurst, letzten Endes, ob da jetzt in dieser Zahl plus 4 Grad, plus 5 Grad, plus 2 Grad, plus 1,5 Grad, dann glaubt hoffentlich kein Mensch mehr dran. Das ist nämlich Quatsch, das werden wir niemals hinkriegen. Das spielt keine Rolle. Das ist auch meiner Meinung nach falsch kommuniziert, dass ständig diese Zahl genannt wird. Das bringt dann halt eben die ganzen Schwurbler auf den Plan oder dass man mit irgendwelchen CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre hochwissenschaftlichen Zahlen um sich wirft. Das bringt uns auch nicht weiter als Bevölkerung. Man muss einfach klar machen, der Änderungsprozess darf nicht schneller verlaufen, als die Systeme, die daran angekoppelt sind, dem hinterherkommen können, sonst brechen die zusammen. Das ist der entscheidende Faktor. Ja? Und wenn man jetzt sagt, in der Vergangenheit hat es schon oft höhere Temperaturen gegeben als heute, ja, absolut. Und wenn man jetzt sagt, da war die Welt ein ganz toller Ort und es gab ganz viel Leben auf dem Planeten, ja, absolut. Und das Ganze hat sich über Jahrtausende langsam aufgebaut, diese hohe Temperatur. Ja? Diesmal geht es 2 Jahrhunderte. Und zwar immer schneller und dann die letzten paar Grad Erhöhungen, die werden in wenigen Jahrzehnten ablaufen. Das ist einfach eine Geschwindigkeit der globalen Durchschnittstemperaturerhöhung, wie es sie vermutlich noch nie gegeben hat, auch nicht nach den Eiszeiten beispielsweise. Das war ein langsamer, wärmer werdender Prozess über Jahrtausende. Ja? Dass die Geschwindigkeit ist der entscheidende Faktor. Alles andere kann man, wenn man keinen Bock hat, sich weiter mit Klimawandel zu beschäftigen, ignorieren. Es geht einfach nur darum, es geht jetzt viel zu schnell und unsere Ökosysteme kommen da nicht hinterher. Das ist der Kasus Knackus, das ist das, was uns das Genick brechen könnte. Ja? Ich meine auch wird, aber wissenschaftlich korrekt wäre könnte. So, jetzt ist der Krach vorbei. Na toll, jetzt wo ich fertig bin. Ja, kein schönes Thema. Letzten Endes noch einmal ganz konkret, was ist wichtiger, Klimaschutz oder Naturschutz? Eindeutig der Klimaschutz. Absolut. Ja? Und andere globale Probleme. Aber von den globalen Problemen ist der Klimawandel mit Abstand das Wichtigste. Am Müll werden wir in den nächsten 100 Jahren nicht sterben. Der wird ein Riesenproblem sein. Und scheiße ist er jetzt schon, keine Frage. Furchtbares Problem. Aber wird
nicht so viel Schaden anrichten wie ein ungebremster Klimawandel. Mit Sicherheit nicht. Das gleiche gilt für anthropogene Stickstoffdüngung oder Flächenverbrauch und Flächenversiegelung. Übernutzung von Ressourcen kann uns natürlich genauso umbringen, wie es der Klimawandel tut, wenn wir nichts mehr haben, was wir nutzen können, weil wir alles verbraucht haben. Dann, ne? Und das kann der Klimawandel durchaus noch verstärken. Und so weiter. Also es gibt genügend Probleme auf dem Planeten, aber wahrscheinlich wird wirklich der Klimawandel das Bedeutendste sein. Und daher, wenn ein Problem alle anderen Schutzmaßnahmen torpediert und unnötig macht, dann sollte man sich vielleicht erstmal um das größte Problem kümmern und danach Schadensbegrenzung bei all dem betreiben, was man dann die nächsten Jahrzehnte jetzt vielleicht möglicherweise ignorieren musste, damit eben nicht das gesamtgroße Kollaps eintritt. Ich würde sogar so weit gehen, und das ist jetzt eine politische Meinung, der muss man nicht zustimmen, aber sagen tue ich sie trotzdem. Es ist manchmal rausgeschmissenes Geld, ein Dreizehnspecht oder ein Auerhahn. Der ist toll, der Auerhahn ist ein super Vogel und ich freue mich ja, dass er versucht wird zu retten, im Grunde. Ja, aber wenn wir das gleiche Geld, was es kostet, den Auerhahn zu retten, vielleicht doch auch irgendwo weiter in Klimaschutz investieren könnten, wenn das dann Sinn machen würde, dass man da einfach mehr Geld reinsteckt und das alle Probleme löst. Das ist ja auch nicht der Fall. Ja, aber es ist wichtiger. Und wenn es am Geld scheitern sollte, dann könnte man meiner Meinung nach wirklich sagen, man schützt hier, verzichtet hier und da auf Artenschutz von Arten, die ohnehin in einer klimagewandelten Welt keine Überlebenschance haben. Dann kannst du auch jetzt gleich damit aufhören und sie jetzt aussterben lassen, weil in 20 Jahren werden sie es von alleine tun. Durch eben die klimatischen Entwicklungen und kümmere dich jetzt um den Klimawandel. Das ist oberste Priorität, um auf das Beispiel vom Nabu zurückzukommen. Windrad schreddert Vögel und erzeugt nachhaltigen Strom einigermaßen. Einigermaßen ist schon besser als gar nicht. Hä? Kohle gar nicht. Windkraft einigermaßen. Was ist da wohl besser? Das ist auch wieder sowas. Ne? Ich kann mich tierisch drüber aufregen, über die, ja, wenn es nicht die perfekte Lösung ist, will ich es nicht. Dann mache ich weiter mit der schlechtmöglichsten Alternative, nämlich Kohleverstromung. Ne? Da kann man sich wirklich nur die spärlichen Haare unterm Hude raufen. Ich verstehe das einfach nicht. Aber ja, es kann mir auch keiner sinnvoll erklären. Ich frage da immer mal wieder nach, ob mir das mal jemand erklären kann, woher diese Sichtweise kommt, aber nein. Ich kriege keine Erklärung, ich kriege meistens irgendwelche schlechten Argumente und Schwurblereien. Das ist das Einzige, was man dann als Antwort bekommt, aber ja. Oder halt irgendwie, das waren die Echsenmenschen oder das sind alles Messfehler oder Klimawandel gab es schon immer. Ja, wie gesagt, das bestreitet keiner. Es kommt auf die Geschwindigkeit an. So, aber da ja circa 95% von euch ungefähr da auf meiner Wellenlänge sind mit solchen Überlegungen, wie wir sie gerade getroffen haben, möchte ich mich bei diesen 95% jetzt nochmal für die Frustration entschuldigen, die da immer mal wieder ein bisschen durchkommt bei dem Thema. Ich beschäftige mich damit täglich. Das sorgt nicht unbedingt für gute Laune, dieses wirklich unschöne Thema. Das macht keinen Spaß, mehr oder weniger täglich offensiv im Hirn durchdenken zu müssen. Ja? Daher ist es einfach nicht lustig. Gut. Aber jetzt trotzdem, wie gesagt, Dankeschön fürs Zuschauen. Vielleicht war ein bisschen was Interessantes dabei. Vielleicht waren ein paar Argumente dabei, die ihr euch merken wollt. Vielleicht habt ihr ein bisschen was Neues gehört. Und wenn nicht, hattet ihr hoffentlich eine interessante Zeit. Und wenn das alles nicht der Fall ist, dann kann ich euch auch nicht helfen. Ist halt dann so. So, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und ich glaube, dann mache ich mal wieder irgendwas, wo ich mich bewege. Das könnte ich mal wieder tun, so mal nebenbei.